Ja, erstmal herzlich willkommen. Freut mich, dass so viele auch hier wirklich aufgeschlagen sind, um sich heute mal diesen kryptisch klingenden Vortrag anzuhören. Wir werden diesen Vortrag aufzeichnen. Ich hoffe, dass keiner was dagegen hat. Wenn nicht, jetzt einmal laut hier schreien. Wenn kein hier kommt, dann werdet ihr alle mit reingeschnibbelt ins Bild. Nein. Mein Name ist Christian Dehn. Vielleicht ein, zwei Leute kennen mich. Ich habe ja auch früher mal längere Zeit im Technologiezentrum gearbeitet. Und bin jetzt, ja super, bin jetzt tätig im DVZ, Datenverarbeitungszentrum, leite dort einen Bereich mit mehreren Softwareentwicklerteams, die sich hauptsächlich um die Sicherheit unseres Landes kümmern. Das heißt, die sind für die Polizeianwendungen zuständig. Also, falls ihr mal geblitzt werdet oder ähnliches, wir haben eure Fotos. Ja, was wollen wir heute eigentlich machen? Clean Code vom Frickeln zum Entwickeln. Das ist, hört sich vielleicht lustig an, ist aber eigentlich ein ziemlich ernstes Thema. Hat also was mit Programmieren zu tun, mit Software erstellen. Ist auch heute ganz bewusst erstmal Part 1, weil andere Hochschulen füllen damit ganze Semester. Ich glaube, wir schaffen das nicht ganz, das in Form eines Vortrages ganz kurz aufzuholen. Aber ich versuche heute mal einen kleinen, ja, einen schnellen Gang durch das Thema zu kriegen. Und 3DH, was da steht, das ist so mein uralter Nickname, sage ich mal. Vielleicht hat man mit dem einen oder anderen habe ich auch schon mal ein paar Battles gemacht, ne? Hallo da hinten, N-Club und LAN-Masters und so weiter. Ja, und damit das ein bisschen strukturiert ist, was ich hier heute erzähle, habe ich auch eine Agenda erstellt. Im ersten Schritt möchte ich erstmal ein bisschen was dazu sagen. Woher kommt eigentlich die Motivation dazu, sich mit dem Thema Clean Code zu beschäftigen? Dann aber auch noch mal so ein kleines bisschen die selbstkritische Betrachtung. Frickeln, ne? Was ist das? Ich habe das ja schön plakativ im Titel mit untergebracht, das Wort, aber so müsste ich das auch ein bisschen erklären. Und anschließend gehen wir dann auch wirklich ein bisschen rein, so Entwicklung, wie entwickelt man sich so als Programmierer, der ganz alleine, sag ich mal, sich fortbilden muss oder ähnliches. Da habe ich jetzt mal ein mir am besten bekanntes Beispiel genommen, mich, und einfach mal exemplarisch dargestellt, wie bin ich da eigentlich so durchgestolpert. Und damit ihr auch versteht, warum bei mir diese Motivation da war, sich mit diesem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen. Anschließend gehen wir das erste Mal so ein bisschen in die theoretische Ecke und das sind die Anti-Patterns. Viele kennen das vielleicht eher als Patterns. Ich habe aber mal den umgekehrten Weg genannt. Es gab auch ursprüngliche Entwürfe, diese ganze Vortragsreihe, die goldenen Regeln der schlechten Programmierung zu nennen. Aber ich habe das jetzt hier erstmal in den ersten Part untergebracht und versucht, das mal ein bisschen anschaulich zu erklären. Wichtig dabei, ich habe es jetzt auch aufgrund, weil man nicht so irre viel Freizeit hat, so mit Family und so, habe ich es nicht geschafft, so überall schon richtig schöne Beispiele immer jedes Mal dazu zu packen. Deswegen ist es wichtig, damit ihr auch eine Chance habt, das auch alles mitzuverfolgen, fragt. Also, das ist heute keine, oder ich möchte eigentlich nicht, dass es hier so eine kleine Show wird. Ich erzähle hier kurz was. Ich stelle mich einmal selber dar und stelle meine Meinung zu dem Thema dar, sondern ich gehe eigentlich davon aus, und das habe ich auch in vorigen Vorträgen zu so einem Thema schon gehabt, dass es eher Diskussionen auch anstoßen soll. Also, nichts von dem, was hier gesagt ist, die pure Wahrheit, sondern das kann immer nur eine Momentaufnahme sein von dem, was jetzt gerade so mal an Meinungen in der Branche vorherrschend ist. Und das kann morgen schon wieder teilweise anders interpretiert werden. Und deswegen ist wichtig auch, damit ihr es auch versteht, ich habe im Hintergrund immer noch einen kleinen Texteditor auf. Das heißt, ich würde sonst gegebenenfalls auch schlichtweg einfach mal ein paar Zeilen in die Tasten hauen. Apropos Zeilen in die Tasten hauen. Ich habe den Teil Workshop noch mit als, ich sag mal, als mittleren Part mit reingenommen. Workshop ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, weil die meisten haben Notebooks mit Stiftbedienungen hier, also mit Bleistift. Ich habe online auf GitHub-Account, da kommt jeder jetzt auch so direkt ran, wenn er dann einen Rechner oder Smartphone oder sonstiges hat, habe ich mal ein paar Quelltextbeispiele draufgestellt. Damit ich keine Copyrights verletze, habe ich einfach ja, nicht so guten Text von mir mal genommen. Und da kann ich auf jeden Fall zeigen, was man nicht machen sollte. Und anschließend würde ich einfach mal an einigen Stellen das, was ich vorher mal als Anti-Patterns gezeigt hatte, auch mal am lebenden Objekt dort einfach mal ganz kurz durchgehen.
Mützen ein bisschen aufgelockert ist. Und dann geht es wieder weiter mit Regeln für das pragmatische Programmieren und einen ganz kurzen Einblick ins Clean Code Developer Thema. Wir müssen mal schauen, wie weit wir heute kommen. Wenn ich merke, dass hier alle einschlafen, dann packen wir auch noch mal vielleicht ein, zwei Inhalte in den nächsten Teil. Also es wird auf jeden Fall mindestens einen zweiten Teil geben, weil das schlichtweg einfach zu umfangreich ist. Na, ich denke mal, wenn wir hier nicht zwei, drei Stunden sitzen und diskutieren wollen, dann packen wir uns das einfach in mehrere Teile. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Ja, ich hatte vorhin schon so ganz grob gesagt, wer ich bin. Ja, und wo komme ich denn jetzt eigentlich her? Ich habe ursprünglich angefangen, so 91 mit einem 8088er zu programmieren. Da ging ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Also ich weiß nicht, das iPhone hat die 200, 300, 400-fache Leistung von dem Rechner, die ich damals hatte. Also 9,54 MHz, wenn ich die Turbo-Taste gedrückt habe. Und da blieb mir nicht viel anderes übrig, als wirklich auf der Kommandozeile meine Spiele selber zu programmieren, während die anderen schön mit dem 486er Commander Keen gespielt haben. Das heißt, Basic und Assembler, also sag mal, die ersten Generationen der Sprachen, also falls jemand das was sagt, so First, Second, Third, Fourth Generation Language. Dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt über Pascal und C, dann nachher 99 habe ich dann eigentlich nur noch in C++ programmiert. Dann nachher in den 2000ern kam dann zu den eigentlichen Programmieren noch so ein bisschen mehr die ganze Methodik hinzu. Also das ganze Thema Agile kam da noch mit zu, also agiles Entwickeln, agile Teams. Aber auch das ist noch ein Punkt, auf den ich in den nächsten, sag mal, Follow-ups von dieser Veranstaltung vielleicht auch, wenn da Interesse ist, drauf eingehen würde. Ja, was hatte ich dann eigentlich damals für Probleme? Also ich hatte nicht nur das Problem, dass ich bloß einen CGA-Bildschirm hatte und einen kleinen, sehr lahmarschigen Rechner, mit dem ich bis 1996 durchgearbeitet habe, während andere schon Pentiums hatten. Ich musste halt irgendwie zusehen, ohne Internet, wie komme ich an meine Infos, also wie lerne ich eigentlich programmieren. Und das heißt, ich habe erstmal einfach, ja, just do it gelebt, also angefangen, irgendwas reingehackt. Wenn der Compiler nicht gemeckert hat, dann war das ein großer Erfolg. Dieses Try-and-Error-Prinzip, das hat ziemlich lange gehalten. Hinzu kam, dass ich nicht nur dieses, so wie es jeder eigentlich am Anfang hat, ne? Man fängt an zu proggen, man sieht ein paar Beispiele, man ändert sie ein bisschen ab und freut sich, wenn, sag mal, das Nibbles-Spiel, dieses Snake zum Beispiel, wenn das statt rot nur plötzlich grün aussieht. Man weiß manchmal gar nicht, wie man das geschafft hat, aber es funktioniert. Heureka! Das meinte ich mit dem Punkt fehlendes Technologie- und Methodenwissen. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, aber es hat funktioniert. Also nicht mehr anfassen. Dazu kommt meistens auch auch gerade wenn man frisch anfängt, diese Ungeduld. Ne? Also, ja, das muss doch jetzt irgendwie funktionieren und da hält man sich nicht lange mit Recherche auf. Aber trotzdem habe ich immer irgendwie auch hohe Ansprüche gehabt. Ich wollte immer, dass das irgendwie vernünftig funktioniert. Und ich denke mal, das ist auch so ein treibender Keil, den eigentlich jeder Entwickler hat. Also man möchte eigentlich immer was möglichst Gutes liefern. Ne? Also das muss ja am besten noch perfekt sein. Und dann kam aber leider noch hinzu, dass das Lernen von Programmiersprachen von Ebene zu Ebene immer schwieriger wurde. Also bei Assembler zum Beispiel war es relativ simpel. Ich habe mir auf Endlospapier einfach ausgedruckt, was für Interrupts es gibt, was für Register es gibt, welche Speicheradressen so üblicherweise dafür verwendet werden. Und dann habe ich mir den Kram dann halt selber zusammengebastelt. Also das hat man immer so gemacht, schreiben, ausführen, oh, Rechner abgestürzt, neu starten, nächste Zeile ändern. Das hat gut funktioniert, aber das ging nachher nicht mehr, wenn wir dann nachher in die höheren Sprachen gekommen sind, also Java, C++ und Co. Da hörte das nachher völlig auf. Das heißt, da war ich wirklich darauf angewiesen, mich mehr mit Büchern auseinanderzusetzen, mich mit anderen Entwicklern auszutauschen und so weiter. Das heißt, einfach nur privat rumfrickeln war da schon echt schwer. Heutzutage, seid froh, jetzt ist Internet und so weiter alles gar kein Thema mehr. Aber ich sag mal so 94, 95 war das schon, also auch für mich nicht bezahlbar. Ne? Ja, dann habe ich mal an mich selber die kritische Frage gestellt, sag mal, ab wann, also wann bin ich eigentlich ein Frickler? Also Frickler ist ja ein bisschen negativ besetzt. Ich finde in der Softwarebranche zu Recht, außerhalb der Softwarebranche nicht.
außerhalb der Softwarebranche sind es ja hier die Elektrobastler und so weiter, die sich positiverweise als Frickler bezeichnen. In der Softwarebranche sehe ich es einen Tick negativer. Ich sehe Frickler als jemand, der wirklich anfängt, der vielleicht noch nicht alles genau perfekt beherrscht. Aber damit man das ein bisschen plakativer macht, könnt ihr bitte mal einfach mal diese Fragen an euch selber stellen. Und ihr müsst euch nicht melden, wenn ihr sagt, ihr habt zwei Punkte. Ist jemand bei, der keine zwei Punkte erreicht? Also, ich habe das Gleiche, also ich arbeite doch nur alleine, ne? Also das ist ja Hauptausrede, ne? Also egal, ob das in der Firma ist oder ob das privat ist, wozu soll ich mir diesen Aufwand machen, ne? Also ich verstehe das, was ich da gemacht habe. Meine Gegenfrage, verstehst du das in 6 oder 12 Monaten auch noch? Nächster Punkt, mein Code verstehe nur ich, das ist manchmal aber sogar ein ganz bewusstes, also ganz bewusste Entscheidung in Unternehmen. Es gibt sogar ein Buch, wie man seinen Arbeitsplatz schützt. Ja, da gibt es dann also wirklich, und ich habe das in meiner Vergangenheit, in meiner beruflichen Vergangenheit wirklich gehabt. Ich hatte einen Kollegen, der war ein bisschen älter als ich, und der hat sich wahrscheinlich auch gesagt, also hier möchte ich aber noch arbeiten bis zur Rente. Und der hat grundsätzlich seine Quelltexte nie anderen Leuten gegeben, nie irgendwo was dokumentiert und auf keinen Fall gesichert. Ja? Wenn er stirbt, dann stirbt es mit ihm. Ja? So, und ich recycle gerne Code-Snippets. Hey, das hat doch funktioniert. Kann ich doch nochmal nehmen. Ja, markieren, pff, rein. Schönes, großes Programm. Mann, bin ich gut. Ja, 1000 Zeilen geknackt. So, das nächste, ich progge lieber als zu lesen. Ja, das dauert ganz schön lange, bis man da so Bücher durch hat. Ne? Wie entwickle ich richtig? Programmiersprache kennenlernen. Ganz ehrlich, geht doch viel schneller, wenn man einfach loslegt. Ne? Lass mich arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ne? Dann, ich liebe simplen Code. Ja, das ist aber eine Interpretationsfrage. Ich habe mal als Hilfskonstrukt dazu geschrieben, viele Klassen doof. Ja, es ist sehr einfach und simpel ausgedrückt, aber das sind zum Beispiel auch wirklich so Sachen, dass Leute wirklich alles an einer Stelle reinquetschen, weil das für sie einfacher ist. Aber für alle anderen Leute ist das dann gar nicht so einfach. Ne? Also wer schon mal eine Klasse gesehen hat, die über mehrere hundert Zeilen ging, ja, möchte man nicht verwenden. Das ist wie eine Bedienungsanleitung mit 10.000 Seiten, die man zwingend durchgelesen haben muss. Was ist eine Klasse? Könnte da jetzt der VB-Entwickler fragen. Genau. Was ist eine Klasse? Ich habe doch die zu 200 Functions. Genau. Aber am liebsten mag ich eigentlich das hier. Das ist mein heimliches Favorite. Ja, jetzt ja nicht mehr. Jetzt habe ich es ja gesagt. Ich schmeiße nichts weg. Lieber auskommentieren. Braucht man ja vielleicht nochmal. Ganz ehrlich, toter Code, ja, den kann man wegschmeißen. Und zur Not über eine Versionsverwaltung, da kann man ihn wieder zurückholen. Aber das macht eigentlich keiner. Wer gräbt denn schon wieder Leichen aus? Die lässt man einfach, ne? Also alles, was man längere Zeit nicht gebraucht hat, weg. Das ist wie mit dem Server. Wenn man wissen will, ob der noch gebraucht wird, Stecker ziehen. Wenn sich nach 2 Tagen niemand gemeldet hat, Stecker draußen lassen. Ne? So, aber der nächste, letzte Punkt, Doku. Es gibt Leute, die fragen sich, was soll das? Ist das sowas wie Tofu? Nein, Doku ist das, was man schreibt, damit andere verstehen, was ich mir damals gedacht hatte. Aber cool fand ich die Ausrede. Wozu das denn? Ist doch doppelte Arbeit. Der Code ist doch schon kommentiert. Auf Hochdeutsch, wenn sich Code und Comment die ganze Zeit abwechselt, das kann sich kein Schwein durchlesen. Ja, und außerdem wird man als Entwickler ja auch nicht dafür bezahlt, Prosa zu produzieren, sondern man soll ja Funktionen produzieren, ne? Also funktionalen Code. Ich habe, damit das mal ein kleines bisschen plastischer wird, auch versucht, mal die Gegenfrage zu stellen. Ab wann, und das ist meine rein persönlich gefärbte Meinung, ab wann könnte man sich dann Entwickler nennen? Und das heißt, wenn man mindestens 2 Punkte erreicht hat, also einfach mal so in sich gehen, ja, also ich arbeite auch mal in Teams. Ich hätte auch hinschreiben können, ich zeige meinen Code auch mal anderen. Ja? Mein Code ist selbsterklärend. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr eine Sprachsynthese programmiert, sondern dass das auf dem Bildschirm lesbarer Text ist, wo jemand anderes sagt, aha, das hast du also gemeint. Und nicht, oh Gott. Ich fakturiere lieber statt zu kopieren. Refakturieren, also im Sinne von, ich schreibe das lieber einmal simpel, ich schreibe das lieber um, bringe das in eine vernünftige Form. Ja?
Und ich belese mich oder arbeite mich lieber in neue Tools ein oder APIs oder was auch immer ein, statt sie einfach erstmal nur stumpfsinnig auszuprobieren. Java hat, ich weiß gar nicht, wie viele 10.000 API-Aufrufe, die man da machen kann, plus die Frameworks. Wer will denn da was ausprobieren? Ich habe da gar keine Chance. Seit DOS hatte ich meine ein bisschen über 20 Interrupts. Die konnte man ausprobieren. Ne? Da hat man einfach geguckt, stürze ab, nein, stürze ab, nein, stürze ab, ah ja. Ne? Das ist heutzutage nicht mehr drin. Ich liebe gut strukturierten Code. Ich habe jetzt mal bewusst OOP, also objektorientierte Programmierung, dahinter geschrieben. Also gut strukturiert ist natürlich eine Ansichtssache. Ne? Also ich habe jetzt für mich mal gesagt, dass es in irgendeiner Form ein objektorientierter Ansatz ist und nicht, ich habe hübsch aneinandergereihte Funktionen, so 400 Stück in einer Datei oder so. Also das ist auch nicht wirklich gut strukturiert aus meiner Sicht. Ja. Ich dokumentiere meine Klassen und Methoden. Ja, also das ist das Gegensatz zu dem vorher. Ja. Gut. Also wie gesagt, ich stelle die Präsi auch nochmal online. Vielleicht kann man sich das dann so in gewissen Zeitabständen vielleicht nochmal angucken, so diese paar Fragen. Und es ist keine Schande, wenn man am Anfang natürlich noch nicht alles richtig macht, aber es wäre cool, wenn man ein paar Ziele hat und sich dahin entwickelt. Ja, apropos Ziele, schöne Überleitung. Was waren meine Ziele, beziehungsweise was sind auch die Ziele, die in den Büchern zu Clean Code, zu pragmatischen Entwickeln und so weiter eigentlich vermittelt werden? Das ist hauptsächlich als erstes, bevor du loslegst, solltest du erstmal eine Ahnung davon haben, was du eigentlich machen möchtest. Ich weiß, es ist häufig charmanter, einfach direkt die Tassen zu hauen. Ja, es gibt auch Leute, die schnappen sich ihren Laptop, gehen zum Kunden und brocken direkt bei dem Kunden. Hört sich cool an, man ist auch irre produktiv, denkt man, bis es das erste Mal knallt. Ja, oder bis mal eine Erweiterung kommt an der Stelle, wo man sich gesagt hat, da brauche ich doch nie eine Erweiterung. Ja? Dann wird es mal schwierig. Also erstmal damit beschäftigen, okay, wie gut funktionieren meine Tools? Wie funktioniert ein Debugger? Wie funktioniert meine Entwicklungsumgebung? Gibt es da ein paar gute Tastenkombinationen, die mich ein bisschen schneller machen, statt immer mit der Maus alles zu machen? Kleiner Tipp, guter Entwickler benutzt dieses Ding nur bei Präsentationen. Also ja, sonst benutze ich natürlich auch eine Maus, nur ganz wenig. Und versucht also möglichst gut zu werden, denn Entwicklungsumgebung und die ganzen Tools, das ist im Endeffekt euer Werkzeug. Während ihr ein Maurer, müsstet ihr natürlich am Anfang auch erstmal lernen, wie man vernünftig mit der Kelle umgeht. Ja, es geht ja keiner bei und sagt, da Steine, Mörtel, Bauplatz, ja, mach mal. Ja, also kein Azubi, kein Maurer-Azubi geht am ersten Tag los und versucht einen Stein irgendwo hinzustellen, kippt einen Mörtel drauf und setzt den nächsten Stein um drauf. Nein, die werden ihm erstmal beibringen, was ist ein Verbundmauerwerk, was sind das für Werkstoffe, ja, wie geht man mit Mörtel um, was ist ein richtiges Mischverhältnis. Wie geht man mit der Kelle dran, wie verteilt man das, welche Mengen braucht man und so weiter. All das muss der wissen, bevor er diese zwei Steine aufeinander setzt. Warum sollte man als Entwickler anders arbeiten? Also, kennt eure Werkzeuge, setzt euch damit auseinander. Und heutzutage kein Thema mehr, Tutorial, Videos und so weiter. Ja. Lesbaren Code schaffen. Das ist ehrlich gesagt, das steht in nahezu fast jedem Buch, was mit Softwareentwicklung zu tun hat. Ist auch nichts Neues. Seit der Softwarekrise so, oder wir haben ja verschiedene Softwarekrisen gehabt, unter anderem in den 50er, 60ern, einer der größten, wo quasi Code eigentlich grundsätzlich fast nicht lesbar war. Ne? Und die Leute hatten noch alle lange ihren Job. Bis nach der Rente teilweise sogar. Das ist also lesbaren Code schaffen, das ist also ein Mantra, das wird sich jetzt heute auch nochmal durch den Vortrag durchziehen. Methodisch vorgehen und effizienter arbeiten. Ja, könnte man eigentlich auch eine komplette, also wohl, nee, das ist ja eigentlich auch das zweite Hauptthema von diesem Tag heute. Was ist eigentlich methodisches Vorgehen? Wie komme ich eigentlich dazu, dass ich effizienter arbeite? Ich hatte ja gesagt, ich habe vorher auch nur gefrickelt, ich habe den Kram selber versucht irgendwie beizubringen. Und als ich dann nachher den ersten Tag in der Ausbildung hatte, war auch hier in der Nähe eine Firma, sage ich aber keinen Namen, da hieß es dann, Christian, hier, da hast du mal die C-Umgebung. Da hast du eine kleine Aufgabe, irgendwie Logparser oder sowas, schreib mal. Okay, das war dann ein guter Start, Kritikfähigkeit mal auszuprobieren. Ja, also
War schon lustig, wenn man denkt, man hat ja ein paar Jahre programmiert. Ne? Also ich hatte da schon 7 Jahre rumgeprockt in diversen Sprachen. Ja, dann habe ich dann gelernt, vergiss das mal. Das war gar nichts. Wiederverwendbarkeit und Qualität steigern. Ich denke mal, das ist dann erst der nächste Step. Ja, also wenn man erstmal so ein bisschen gut ist und das ein bisschen flotter von der Hand geht, dann ist das eigentlich so das nächste Ziel. Weil gute Programmierer sind faul. Ja, faul nicht, weil sie kein Bock auf Doku schreiben haben, sondern faul, weil sie merken, oh, das hatte ich doch vorhin schon mal. Da brauche ich mir auch eine Lösung, wie ich das gleich wieder recyceln kann. Aber bitte nicht mit Copy and Paste. Ne? Und sich selbst stetig weiterentwickeln. Und das ist etwas, das ist noch nicht mal irgendwie eine Sache, die man so als persönlichen Anspruch einfach nur so hat, sondern das ist mittlerweile wirklich eine absolute Grundbedingung, wenn man in diesem Feld wirklich professionell tätig ist, also wenn man damit mal seine Brötchen verdienen will. Die ganze Geschichte entwickelt sich heutzutage so irre schnell, dass man froh sein kann, wenn man 3 Jahre lang, oder zwei, na, 3 ist schon ziemlich viel, aber wenn man 2 Jahre lang mit einem demselben Tool arbeiten kann, das ist dann schon viel. Ja, weil normalerweise entwickeln sich die Dinge heute so stark weiter, dass man jedes Jahr oder mindestens alle 2 Jahre einen richtig fetten, großen Versionswechsel hat, wo uns die Hersteller davon überzeugen, dass das toll ist, dass man die Hälfte von seinem Code wegschmeißt und den ganzen Kram wieder neu anpassen darf. Ja? Natürlich verkaufen sie auch Schulungsleistungen dafür, aber das hat damit nichts zu tun. Im Endeffekt ist es wirklich so, in der Softwarebranche haben die Werkzeuge leider eine irre kurze Halbwertszeit. Das gilt für die Maurer nicht. Ja, beneidenswerterweise lernt er den Job einmal, er lernt sicherlich zwischendurch auch noch mal ein paar neue Verfahren und dass jetzt der Zement auch noch in verschiedenen Ausprägungen zu kaufen ist, schnell trockend und so weiter, und dass man Kippen nicht überall hinschmeißen darf, das lernt der alles nach und nach. Aber dafür hat er lange, lange Zeit und seine Werkzeuge werden auch trotz dessen immer funktionieren. Also der wird auch mit dem, was er vor 20 Jahren gelernt hat, auch heute noch auf der Baustelle halbwegs einen Job kriegen. Ja, da wird ihn keiner fragen, hey, kennst du die neuesten chemischen Zusammensetzungen von schnellbindendem Beton? Ja, das wird keiner fragen. Der sagt einfach nur, na und, wie lange hast du schon auf der Baustelle gehabt? Oh, so und so viele Jahre. Oh, pff, kein Problem, komm her. Ja, kannst du eine Mauerkelle noch halten? Ja, gut, kannst arbeiten. Bei uns Entwicklern ist das ganz anders. Ja, versuch mal 2 Jahre irgendwo dich nicht mehr mit neueren Programmiersprachen zu beschäftigen. Dann kommt irgendwann ein Jungspund an und erzählt dir, du, das, was du da machst, das ist schon lange veraltet. Ja, und das ist ziemlich hart. Ja, also ich habe auch absolutes Verständnis dafür, dass das auch wirklich zu richtigen Problemen führt. Also das haben wir häufig in Unternehmen, die vielleicht auch mal ein bisschen größer sind oder auch bei kleinen Unternehmen, ist eigentlich scheißegal. Da, wo Leute sich eine stabile Arbeitsumgebung geschaffen haben, da ist auch das Risiko ziemlich groß, dass diese stabile Arbeitsumgebung irgendwann eine alte Arbeitsumgebung ist. Das heißt, wir müssen also ständig immer wieder uns weiterentwickeln, ständig am Ball bleiben. Und das ist manchmal ein bisschen unfair im Vergleich zu anderen Jobs. Aber wenn wir diese Einstellung haben, dass wir eigentlich unser ganzes Leben immer dazulernen wollen, na, dann passt es wieder. Ja, apropos Lernen. Lesen und Lernen statt Try and Error. Na, also das ist jetzt ja, simpel zusammengefasst, was ich da gerade versucht habe zu erklären. Ich habe hier mal ein paar kleine Beispiele reingebracht. Also meine 2 favorisierten Bücher sind da mal so als kleiner Screenshot drin. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, ist es wahrscheinlich trotzdem, aber Der pragmatische Programmierer, das ist ein Buch, ich habe das auch durch Zufall nochmal da, gibt es leider nicht als E-Book, tut mir leid, aber es gibt eine Nachfolgeversion davon, pragmatisch programmieren oder pragmatisch entwickeln oder sowas. Ein super Buch, weil das ist kein Buch, was dir sagt, wie du programmierst in irgendeiner Sprache, sondern das ist ein Buch, was einen durch die Lebenswelt eines Entwicklers durchführt. Also welche typischen Probleme hat ein Entwickler, was sollte er machen, wie sollte er vorgehen, aber wie sollte er sich auch verhalten? Und da gehe ich nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein. Dann das zweite Buch, Clean Code. Das hat natürlich auch das hat diesen Titel von dieser Präsentation durch Zufall ja auch irgendwo ein bisschen Sinn gestiftet. Clean Code, ja, Lesbarkeit, hatte ich schon gesagt. Großer Aufhänger für diese ganze Geschichte. CCD-Initiative ist die Clean Code Developer Initiative. Das ist jetzt auch mal ein Link. Ich weiß, ihr könnt die Adresse jetzt nicht sehen dahinter. Aber Clean Code Developer einfach mal bei Google eingeben oder sich das Ding nachher mal runterladen und draufklicken. Das ist eine deutsche Initiative, die auch versucht, genau das, was ich heute hier gerade mache,
mit einem Wertesystem und mit ein bisschen Rahmen und ein bisschen Erklärung auch noch weiter zu tragen. Ne, also das noch weiter zu verbreiten. Dann das nächste Buch, das ist allerdings Prosa, Der Termin von Tom DeMarco. Das ist quasi den Abriss von einem mehr oder weniger guten laufenden Softwareprojekt aus Sicht eines Beteiligten, also eines Projektmanagers, der das erlebt, auf irgendeiner kubanischen Insel und so weiter. Also die haben das irgendwie so eine Story verpackt, da wird ein Projektmanager eingekauft und auf eine Insel geschickt und dann soll er praktisch da so eine riesen neue Software entwickeln. Und neben dieser teilweise auch etwas humoristischen Erzählung, die der Tom DeMarco da macht, hat er das in ganz viele kleine Kapitel untergliedert und jedes Kapitel hat eine Lektion drin. Und das sind so wirklich Lektionen aus dem Leben eines Softwareentwicklers. Mach bitte nicht das, ne? Beim Design achte auf das und so weiter. Und er hat jede dieser Lektionen eben halt mit einer Story erklärt. Also es liest sich wie ein Roman, aber wenn man sich nach jedem Kapitel gibt es immer eine kleine Übersichtsseite mit den Stichpunkten. Also rein theoretisch kann man so als Referenz verwenden und einfach mal so durchblättern. Da steht in Kurzform drin, was sonst in diesen Büchern auch ein bisschen größer drin steht. Ja. Projektautomatisierung, ein weiteres Buch aus dieser Buchserie Pragmatisches Programmieren. Da ist dann halt das ganze Setup erklärt. Was sollte ich als Entwickler bei mir eigentlich alles für Tools nutzen? Wie sollte ich meine Arbeit organisieren, damit ich nachher möglichst wenig manuelle Schritte habe, sondern dass ich mich extrem schnell von der Anforderung über die Codezeile zum ausgelieferten Softwarestückchen komme. Shipit ist genau die gleiche Fortsetzung, da sind aber noch ein bisschen mehr, wird auf die Methodik eingegangen. Es wird auch ein bisschen an Programmierbeispielen erklärt. Ja, und dann ganz klar, ja, lest Fachmagazine, guckt online auf, also lieber zum Beispiel so auf heise.de rauf, die haben auch nebenbei auch eine schöne Unterseite, Heise Developer, kann ich wärmstens empfehlen, ist immer ein richtig guter Mix aus allen möglichen Themen drin. Ja klar, und wenn man dann nachher beim Procken ist, dann kommt man eigentlich gar nicht drum rum, zum Beispiel bei Stack Overflow oder bei anderen Foren reinzugucken. Ja, ansonsten, was mir persönlich auch irre geholfen hat, neben diesen Büchern, weil da ist man ja doch ein bisschen alleine mit, ist eigentlich der Austausch mit anderen Leuten. Das davon, ganz ehrlich, da macht man teilweise so große Entwicklungssprünge, wenn man einfach mit anderen Leuten diskutiert, sag mal, wie hast du das jetzt hier gemacht und so weiter. Und irgendwann geht dieser Level auch von, wie hast du das programmiertechnisch umgesetzt, hin zu, wie hast du das designt und so weiter. Also das entwickelt sich ganz normal. Ja, ansonsten OSS-Projekte, also Open-Source-Projekte, vielleicht einfach mal selber mit reingucken oder auch mal mitmachen oder vielleicht auch mal selbst einfach mal auf GitHub irgendwelchen Mist reinstellen, den man sich zu Hause geprockt hat und das vielleicht mit ein, zwei Leuten teilen. Vielleicht hat jemand noch ein paar coole Verbesserungsvorschläge und ähnliches oder nutzt das dann für seine Sachen weiter. Das ist zum Beispiel eine schöne Geschichte, um auch ein bisschen Motivation zu kriegen. Aber eigentlich gehört das auch wieder zum Austausch. Ja, gehen wir weiter. Zwiebeln und Spaghetti-Code. Das könnte sich jetzt anhören wie ein Kochkurs für Entwickler. Ist auch so ähnlich. Wir sind nämlich jetzt bei dem Thema Anti-Patterns. Ja, also nicht irritiert sein von der Grafik dahin. Das ist nochmal zur Illustration. Das war das Wasserfallmodell. Ursprünglich wollte ich dazu auch noch was sagen, aber ich denke mal, das sprengt den Rahmen ein bisschen. Anti-Patterns, also sind, wie ich eingangs schon mal gesagt hatte, Regeln für schlechten Code. Also man versucht mal von hinten rum ranzukommen. Wir zeigen mal nicht die Positivbeispiele, sondern wie man es erst nicht macht. Aber hinter jedem Anti-Pattern ist immer ein Hinweis darauf, wie kann man es besser machen. Und ja, es gibt für alle möglichen Bereiche Anti-Patterns. Ne? Ob das Projektmanagement ist, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal eigentlich nicht unbedingt das Erste, mit dem man Probleme hat. Architektur und Entwurf. Entwurf ist schon so ein Problem, da kommt man relativ schnell rein, gerade bei objektorientierter Programmierung. Dann das eigentliche Programmieren und dann auch so Team- und Orga-Sachen, also wer hat was wie gesagt und so weiter. Da gibt es überall Pattern zu. Und ich habe auch schon mal ein paar kleine rausgesucht, die ist nicht vollständig die Liste. Also Patterns gibt es Dutzende. Die heute hier alle mal durchzugehen, ich glaube, bis ich die alle vollständig erreicht habe, ist keiner mehr aufmerksam. Aber ich habe mal ein paar rausgesucht, wo ich meine, dass man die vielleicht auch gut erklären kann oder gut verstehen kann. Die Gott-Klasse. Wer von euch programmiert objektorientiert? Also bitte einfach mal die Hände hoch, dass ich mal weiß, wie viele Leute schon mal so ein bisschen was mit OOP gemacht haben. Okay, also das heißt, wir haben also noch ein paar Leute dabei, die mit objektorientierter Programmierung noch nicht so viel zu tun haben. Ne? Simpel vorzustellen,
man hat im Endeffekt einfach nur einen großen Batzen Code. Und der soll angeblich ganz toll strukturiert sein, weil er ja in einer Klasse drin ist. Ja? Und objektorientierte Programmierung soll ja das Ziel erfüllen, dass ja alles richtig toll strukturiert ist. Was nützt das, wenn ich vorher meinen nicht strukturierten großes Sammelsurium an lauter Funktionen einfach nur nehme und schiebe sie eins zu eins in eine Klasse rein? Habe ich damit was gewonnen? Nein, doch, ich habe was gewonnen. Zusätzliche Zeilen Code. Ansonsten habe ich nichts. Und das Problem ist auch, aber man fängt damit aber standardmäßig an. Also ich habe das auch gemacht. Ich habe auch erstmal gedacht, also wenn ich jetzt, statt das jetzt als einzelne Funktion zu schreiben, einfach Class vorschreibe, den Namen hinschreibe, mache eine gescheite Klammer und dann hacke ich die ganze Funktion da rein. Das ist ja viel besser. Bin ja jetzt objektorientiert. Ja, vielleicht mache ich da noch ein paar andere nette Sachen dazu, dass ich dann Klassenvariablen nutze oder was auch immer. Auch ein schlimmes Thema, da kann man auch viel Mist mitmachen. Aber das weiß man am Anfang ja nicht. Ja, also man entwickelt sich ja auch erst Stück für Stück. So, Gottklasse weiß ich jetzt nicht gut. Ja? Spaghetti-Code. Ja, Spaghetti-Code, was ist das eigentlich? Früher, vielleicht wäre das auch, wer kennt GoTo? ja, GoTo, nehmt das nicht. Ja? GoTo, nix gut. Ja, also bitte nicht GoTo verwenden. Weil im Endeffekt, GoTo gibt es in vielen, vielen Sprachen. Ja, also, im Endeffekt sorgt Spaghetti-Code ist nichts anderes als, ich habe einen riesen Block. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier mal so schnell eben mal in mein Beispiel mal so reingehen kann. Das ist, wenn man das hier mal so sieht, das sieht jetzt alles noch überschaubar aus, ne? Da sind mal irgendwelche anderen Farben dazwischen. Aber wir kommen jetzt mal langsam in Bereiche, wo es ein bisschen mehr wird. So, das ist jetzt eine Funktion, ne? Also jetzt müsst ihr einfach mal aufpassen, wann die Funktion aufhört. Also hier fängt sie an. Jetzt müssen wir so eine Fahrstuhlmusik haben. Oh, das war eine kleine Funktion. Ah, dann kommt die nächste. Das war es immer noch nicht. Ach, da ist sie zu Ende. Ja, aber das ist auch nur eine von vielen Funktionen in dieser Datei. Und ganz ehrlich, ihr seht, ich habe mir damals, das war jetzt hier, wann war das? 2000? Da habe ich mir schon Mühe gegeben. Ich habe sogar Kommentare geschrieben. Ja, man glaubt das nicht. Ich habe damals schon Kommentare geschrieben. Leider waren sie nicht viel aussagekräftig. Aber ist egal. Ich habe auch versucht, das ein bisschen hübsch irgendwie auszurichten. Aber was nützt das denn, wenn das so ein Riesenmoloch ist? Wer sieht denn da noch durch? Ja, das meine ich auch mit Gottklasse. Wenn sowas jetzt einfach nur Funktionen sind, die einfach nur in einer Riesenklasse drin ist, wem nützt das denn was? Ich erkenne noch gar nicht auf den ersten Blick, welche Aufgabe hat diese Klasse. Was soll die denn machen? Ich sehe nur, dass da irre viel Funktionen drin sind. Kann man wahrscheinlich sagen, wow, Respekt, Kollege, ne? Da hast du aber richtig was Großes gebaut. Ja, und einige denken auch, das wäre ein Kompliment. So, Copy and Paste. Ihr habt es auch gerade eben gesehen. Also ich bin selber ein ziemlicher Freund von Copy and Paste. Ne? Also guck mal, Copy and Paste. Findet die Unterschiede. Unterschied ist, ich habe im Kommentar oben was anderes drin stehen. Ja, das ist Copy and Paste in Reinkultur. Ja, hat gut funktioniert mit diesem GoTo XY. Schöne Geschichte, also das, aber da ist GoTo XY noch für Textbildschirme. Ne? Also ich, das ist hier so eine kleine, weiß ich gar nicht, ob man das hier sehen kann. Ja, das ist sogar C++. Aber nee, das Ding, das ist hier so eine DOS-Box. Das ist hier diese Anwendung hier. Na, ist jetzt nicht wirklich groß zu sehen, aber das ist halt so 2000, so Textbildschirm und so weiter. War auch nicht das Modernste, aber ja, halt selbst gebastelt. Ne? Und jede dieser Formularelemente ist eines dieser GoTo XY. Also Postal Code ist da die PLZ, ne? Place ist da der Ort. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Maske irgendwann noch ein bisschen größer wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich den Code dafür ehrlich gesagt nicht mehr warten wollen. War auch der Grund, warum das Ding irgendwann gestorben ist, also wenn dieses Projekt nicht produktiv gegangen ist. Sage ich jetzt etwas selbstkritisch mit 17 Jahre Abstand. Was haben wir sonst noch? Zwiebel. Code erweitern, bis der Arzt kommt. Eigentlich hätte ich schreiben müssen, bis die Augen tränen. Zwiebel ist wirklich so, das ist ein typisches Anti-Pattern. Man hat mal eine Sache gebaut, stellt man fest, oh, warte mal, da bräuchte ich noch ein paar andere Sachen, dann bastelt man um diese Sache noch ein bisschen was rum, dann bastelt man um die Sache noch mehr rum, und dann irgendwann noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und irgendwann hat man so eine riesen
Einrückung auch. Aber man sieht dann nicht mehr durch, was davon noch aktiv ist und was nicht. Und ein Beispiel, muss ich mal gucken, ob wir das hier auch in diesem Select drin haben. Zum Beispiel, wenn hier so eine Einrückung, das geht jetzt hier noch sogar, ne? Aber wenn das dann hier irgendwo immer ein bisschen weiter nach rechts rutscht, der Quelltext, dann sollte man beigehen und vielleicht mal ein paar Sachen rausziehen. Also zum Beispiel hier, was man gar nicht gut machen sollte, hier ist eine hier ist so ein Auswahlblock, dieser Switch. Dann sind da die einzelnen Entscheidungen und dann kommt schon wieder ein Switch da drinne. Ich meine sogar gesehen zu haben, dass ich da drinnen auch nochmal einen Switch hatte irgendwo in einem anderen Beispiel. Also man kann es irgendwann mal übertreiben, man weiß gar nicht mehr, wo ist man jetzt drin? Ist das der zweite, dritte, vierte Switch gewesen? War das jetzt das If von dem da ganz oben oder war das das For, das zweite, dritte, vierte, fünfte For? Leute, lasst es. Versucht es so zu machen, dass der Code eigentlich möglichst links steht, weil das heißt, der hat keine große Komplexität. Ja. Und das geht aber noch weiter. Code-Leichen. Hatte ich vorhin schon mal gesagt, also die Amis sagen dazu mal Lava Flow, weil der Code rutscht immer runter, er kaltet und der neue Code, der noch heiß ist, der ist dann oben und läuft dann auch irgendwann runter und er kaltet dann auch. Und dann kommt schon wieder der nächste Code hinterher. Und so schafft man sich ein Programm, was lauter Code-Leichen hat. Manchmal sind sie auskommentiert, manchmal nicht. Also ganz ehrlich, die schlimmsten Sachen, die ich mal gesehen hatte, war die zweitschlimmste Geschichte, ist aus einem aktiven Projekt, da darf ich nichts zu sagen, weil es könnten einige Leute vielleicht wissen, was ich damit meine. Da ist eine Berechnung da versucht man irgendwelche Werte zusammenzurechnen, zum Beispiel Stunden. Und die holt man sich aus einer Datenbank, darf es jetzt nichts sagen. Und jetzt kann ja nichts Kompliziertes sein, ne? Sie aus der Datenbank ein paar Stunden rausziehen und die mal zusammenrechnen. Was ist dabei? Eine Teilberechnung davon hatte 600 Zeilen. Eine Teilberechnung davon. Und diese 600 Zeilen waren im Endeffekt, und darf ich jetzt auch nicht zeigen, wegen Copyright und so, beziehungsweise, darf ich nicht zeigen, die 600 Zeilen bestanden aber fast nur aus if. Und da waren auch so lustige Sachen drin, if 0. Also, das Ding wird nie aufgerufen. Und das Schlimme ist, diese ifs, also riesengroße Codebereiche ausklammern, die standen mitten in diesen 600 Zeilen drin. Aber auch nicht an einer zentralen Stelle, dass man sagt, na gut, dann schmeißen wir die jetzt raus. Nein, die standen überall drin. Da waren sogar gegenseitige Verneinungen drin. Wenn 0 oder 1. Ne? Also sein oder nicht sein. Ne? Das ist Sinn oder nicht Sinn, könnte man auch sagen. Also wir haben teilweise zu zweit an diesem Code gesessen, und haben zu entziffern, welche dieser 600 Zeilen lebt noch. Leider kann man da ja nicht so wie bei Menschen, ne, so ein EKG machen. Das geht beim Code leider nicht so ganz so einfach. Und das Debuggen war da auch einfacher gesagt als getan, weil das lief in der Datenbank ab. Also bitte macht sowas nicht. Also wenn ihr merkt, ich brauche den Kram eigentlich gar nicht, kommentiert ihn nicht aus, schmeißt ihn weg. Neuschreiben ist immer schneller als alten Kram irgendwie wieder zu analysieren und zu überlegen, brauche ich das noch oder nicht. Erinnert euch an diese Floskel mit dem Server. Ja? Zieht den Stecker. Wartet ein paar Tage und wenn sich keiner meldet, ist alles gut. Macht das bitte nicht bei euch auf Arbeit. Ja? Also das heißt ja hier, ne, ich habe gestern gelernt, zieh den Stecker. Das ist jetzt auch symbolisch gemeint. Ja? Weil so eine realen Beispiele kenne ich allerdings auch, war eine Putzfrau, jeden Freitag 12:30, Server ausgefallen, USVs, haben wir alles durchgetauscht, alles gemacht. Wir sind völlig irre gewesen. Admin hat sich zum Schluss nachher wirklich einen Stuhl hingestellt, auf diesen Stuhl raufgesetzt, gewartet, Freitag 12:30, es macht klack, die Tür springt auf im Serverraum, Putzfrau kommt rein, reißt den Stecker raus und Staubsauger rein. macht das nicht zu Hause nach. Was auch noch wichtig ist, magische Werte. Magische Werte. Jetzt hört sich wieder toll an, ne? Siegfried und Roy mäßig. Nein, magische Werte ist in Wirklichkeit absolut negativ gemeint. Magische Werte ist das, was ich eigentlich gerade gezeigt hatte. Muss ich mal gucken. Ich habe hier so überall Zahlen drin, hier zum Beispiel. Goto XY, X plus 3, Y plus 2. Oder gerade 6, First Name 14. Ich glaube, das waren sogar die Feldbezeichner oder Feldlängen. Glaube ich, weiß ich aber nicht. Da steht ja nicht dran.
Da stehen nur Zahlen. Ja, also wenn ich das schreibe, wenn ich das programmiere, ne, write member name, 14. Ja, es könnte sein, dass es ab der Position 14 geschrieben werden soll. Oder dass das write, das müsste man jetzt aus der API-Doku rauskriegen, ob das 14 Zeichen sind. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man hätte es ja auch anders machen können. Man hätte ja auch einfach hier, zack, das kann ich glaube ich hier nicht, darf ich nicht schreiben? Ist es schreibgeschützt oder hat? Na, was? Zack. So. Ah, verdammt, schreibgeschützt hier. Ach nee, warte mal, hatte meine Tastatur hier? Warte mal. Mal gucken, ob mein Keyboard geht hier. Was hatte ich vorhin gesagt? Kenne deine Werkzeuge? Mach das nicht nach, ja? Nee, kann ich nicht. Also wie gesagt, ich hätte jetzt hier eigentlich sowas hingeschrieben, nämlich mal mein anderes Fenster, da darf ich wohl drin editieren. Ich hätte zum Beispiel statt dieses write name 14, ich mache es mal noch ein bisschen größer. Das ist doch viel schöner, wenn man einfach hinschreibt const int und dann schreibt man einfach das hier hin. Und die meisten IDEs sind natürlich mit Autovervollständigung. Okay, ich hatte das 1994 mit Turbo Pascal und Turbo C hatte ich das noch nicht. Ne? Also da gab es das mit den Autovervollständigungen nur zum Teil. Aber ganz ehrlich, damals hat man sich gesagt, wir müssen Zeichen sparen und Arbeit sparen, also Tipparbeit sparen. Ihr habt selber gesehen, man gibt zwei Buchstaben ein, boom, dann kommt der ganze Namensvorschlag. Also hört auch auf, keine Abkürzung oder so ein Blödsinn. Und es macht auch keinen Sinn, irgendwo Werte hart zu kodieren. Ihr wisst doch später überhaupt nicht mehr, was das ist. Andere Geschichte, was ist, wenn ich mal die Länge ändern will? Versucht mal in dem Code. Ja, wollen wir das mal ausprobieren, hier die Länge mal zu finden? Also ersetzen von 14? Also ganz ehrlich, noch schlimmer ist ja, wenn es 4 ist. Versucht mal 4 im Code zu ersetzen durch eure Variable, nachträglich. Ja, die, wenn sie kontextsensitiv das auch noch rauskriegen, ob es das 4 für den Vornamen war oder das 4 für den Nachnamen. Also ganz ehrlich, die Arbeit, mir diesen Regex zu schreiben, Regex-Kurs gibt es nebenbei auch noch. Siehst du wieder was gelernt, das ist total gut. Lass das! Also am besten man macht das am Anfang erst gar nicht falsch, ja? Spart man sich hinterher die ganze Arbeit. Also klare Ansage an den Entwickler, ihr kriegt keine Zeit für Fehler. Ja, also lasst sie einfach weg. Eine schöne Management-Aussage. Lasst doch einfach die Fehler weg. Ja? So, also genau. Ein Anfänger denkt, das braucht man ja nicht. Sehe ich aber auch noch ein bisschen anders, aber das ist dann Zeit, das werde ich im zweiten Part dann auch nochmal zeigen. Debuggen ist schon echt eine echte Zeitersparnis. Also es geht schneller als Prints reinknallen und wieder hinterher rauslöschen. Aber das macht man ja nicht, ne? Rauslöschen haben wir schon gelernt. Wir lassen das natürlich drin. Woher sollen denn Code-Leichen kommen, wenn ich keine baue? Dann das Rad neu erfinden. Na klar, macht Spaß. Hey, Heurika! Ja, jedes Mal hat man wieder so ein kleines Erfolgserlebnis. Ich habe wieder was neu erfunden. Ja, ist aber doof. Ja, weil in der Zeit, wo ich das neu erfinde, was ich eigentlich schon mal vorher geschrieben habe oder was eine gute Bibliothek mir schon liefert, da hätte ich ja eigentlich auch mal meine eigentlichen Funktionswünsche umbauen können, oder? Das wäre auch so eine Idee. Also auf Hochdeutsch, man muss dann sich doch wieder mit diesem Thema nicht Try and Error, sondern Lernen und Lesen oder Lesen und Lernen oder Lesen lernen, müsste man sich ein bisschen beschäftigen. Das heißt, einfach mal die Online-Hilfe durchgehen, mal Tutorials oder ein paar How-Tos oder so, einfach mal durchgehen von den Frameworks und siehe da, diese ein, zwei Stunden, die man da reinsteckt, die sind auf jeden Fall irre gut investierte Zeit. Wirklich viel besser als dieses, ich frickel das jetzt schnell hin. Lieblingsausrede auch von mir damals, bevor ich verstanden habe, wie der Scheiß funktioniert, na, da schreibe ich es lieber selbst. Habe ich auch eine ganze Zeit lang echt gedacht, dass ich da gar nicht so falsch liege. Ja? Schön, wenn man irgendwann mal merkt, dass es noch nicht so perfekt ist. Ja, also, weil im Endeffekt ist es wirklich so wie ein Vergleich mit dem Holzfäller. Ja, kommt jemand und trifft einen Holzfäller
Und er quält sich total mit so einer stumpfen Axt da an so einem Baum rum und schimpft die ganze Zeit und sagt, oh Scheiße, du musst jetzt hier noch 2 Stunden länger machen. Diese Kack-Axt, die geht nicht mehr richtig. Und dann sagt der andere zu ihm, du sag mal, warum gehst du nicht bei, hör doch mal kurz auf, nimm dir die Axt, schärfen wir dir und dann kannst du wieder weitermachen. Oh nee, das kostet ja wieder eine Viertelstunde und bevor ich die investiere, dann mache ich lieber 2 Stunden Überstunden. Ja, also ich habe keine Zeit, mich zu verbessern und schneller zu werden, weil ich ja gerade damit beschäftigt bin, scheiße zu arbeiten. Ja? Also dieses Paradigma mit der unscharfen Axt, das ist leider ein Stigma, das haben Großteil der Entwickler mehr oder weniger stark ausgeprägt. Ja, weil man müsste aus seiner Komfortzone raus, ne, aufhören mit dem, was man schon lange kennt, wieder so eine Arbeit reinstecken, ne, und dann wieder weitermachen. Also, ne, also lieber nicht Try and Error machen, das ist an der Stelle nicht wirklich gut. Da gibt es bessere Fälle, wo man es gut einsetzen kann. Wunderwaffe. Das hatte ich aber vorhin auch schon mal angesprochen. Das ist so, wenn sich so ein altgedienter Entwickler wie King Kong auf die Brust trommelt, sagt, oh, ich habe hier die Riesenklasse, die kann das alles. Ja, du brauchst Stringverarbeitung, du musst alles aus der Datenbank lesen, du willst Grafikausgaben machen und noch irgendwie die Weltformel berechnen. Meine Klasse kann das. Und wenn sie es nicht kann, dann baue ich sie noch schnell mit dran. Ja? So eine Situation sollte man möglichst vermeiden. Denn das ist wieder das Ähnliche wie mit dieser Gott-Klasse. Ja? Wunderwaffe hat allerdings auch noch einen anderen Haken. Das müssen auch nicht unbedingt jetzt diese Riesenklassen sein. Wunderwaffe kann auch eine schöne kleine smarte Klasse sein. Aber das Problem ist, dass man sie verbiegt, um damit auch wieder andere Probleme zu lösen. Wer kennt diesen Spruch, für einen Hammer ist jedes Problem ein Nagel? Also das muss man mal so ein bisschen durchgehen lassen. Für den Hammer ist jedes Problem ein Nagel. Das heißt, ein Hammer würde nie auf die Idee kommen, dass er nicht das perfekte Werkzeug ist, um irgendwas anderes kaputt zu machen, hätte ich gesagt, irgendwas anderes zu machen. Ja? Und bei einigen Entwicklern ist es genauso. Die haben sich mal was Cooles aus dem Buch rausgeholt. Ja? Die haben das wirklich mal mit Lesen und Lernen gemacht. Haben sich dann was rausgelesen, haben natürlich eine schöne Klasse zusammengebaut. Die kann auch absolut top sein. Aber das Problem ist, die versuchen dieses Wissen und diese eine Klasse dann für jeden Anwendungsfall also wirklich durchzuprügeln. Das heißt, verbiegen sie die noch und dann bauen sie hier noch eine Schnittstelle ran und dann kommt da noch ein Parameter mit rein. Und irgendwann wird aus so einer schönen, kleinen, schlanken Klasse, die richtig gut war für eine tolle Aufgabe, wird dann nachher eine, die so Mega-Funktionen drin hat mit 30 Parametern drin. Und also da weiß man schon bald gar nicht mehr, was die überhaupt noch soll. Also auch lieber lassen. Lieber, dann schreibt einfach eine neue Klasse. Ne? Ist doch manchmal auch angenehmer, wenn man auf grüner Wiese anfangen kann. Also Windows-User kennen das. Ne? Also ich habe früher zum Beispiel auch so 13 Mal am Tag Windows installiert und so weiter, bis es dann nachher funktioniert hat. Das sind auch Erfolgserlebnisse, jedes Mal. Ne? Featureitis. Ich weiß aber nicht, ob ich das richtig geschrieben habe, weil das ist in der Schulmedizin noch nicht richtig angekommen. Feature Creep, im Englischen gibt es also wirklich richtig ein Wort dafür. Das ist, wenn Entwickler quasi so, ich sag mal, fast so einen Programmierflash kriegen. Ja? Also die hören gar nicht mehr auf. Ja? Also da gibt es gar keinen, da gibt's gar keinen Stopp mehr. Ja? Also wenn der Kunde daneben steht und sagt, er hat alle möglichen Wünsche, der Entwickler ist dabei und der packt doch immer einen drauf. Warte mal, du willst da ein schönes Eingabeformular. Ah, warte mal, ich habe gesehen, das kann man auch so richtig schön, da kann man mit RGB alles einfärben. Oh, ich hau da jetzt alles rein, was dieses Tool gerade kann. Und dann mache ich dir jedes Eingabefeld auch noch in allen möglichen bunten Farben. Ich sehe gerade, das kann auch Farbverlauf. Bom, kommt auch noch Farbverlauf mit rein. Ne? Ich sehe gerade, das kann man 3D animiert machen. Und zack, und die Fehlermeldung, dass du dein Passwort nicht richtig eingegeben hast, die kommt in 3D rein. Dauert zwar eine halbe Minute und du musst auch eine 50 Grafikkarte haben, aber egal. Der Entwickler freut sich, dass er diese ganzen Features da reingekriegt hat. Was er übersehen hat, ist, der Kunde wollte eigentlich noch was ganz anderes. Also dieser Passwortdialog war so, war jetzt nett, aber eigentlich wollte er schon, dass das Programm funktioniert. Ja? Aber wenn man so Featureitis hat, das ist halt wie Fieber, da bist du voll drin und du kommst nur ganz schwer wieder raus. Ja? Ja? Das kenne ich von meinem Vater, der muss, weil er ist Werkzeugmacher gewesen und macht jetzt Spritzgusswerkzeuge am Rechner. Und da kommt jedes Jahr immer eine neue Version von VisiCut raus. Ah ja. Und das kostet immer richtig Asche. Und da hat er mir mal so erzählt, ey, was soll der Mist? Ich bin da mit der Version 10
bin ich total klasse klargekommen. Das war richtig schön klein. Und jetzt ist der ganze Scheiß auch noch alles farbig, andere Symbole und so. Ja. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo was ist. Da toben sich die Entwickler dann halt richtig aus. Ne? Und das Schwierige ist, man vergisst häufig eigentlich, wofür man das macht. Also ein kleiner Tipp, oft nicht man selbst, sondern häufig soll es auch jemand anders nutzen. Und selbst wenn es nur die Frau ist, weil es, keine Ahnung, man möchte mal neue Heizungssteuerung machen und so weiter. Und die muss auch noch ihren Job machen. Also nicht nur cool aussehen und alle anderen coolen Plugins einbinden können und so weiter. Nein, die muss auch noch funktionieren. Ja? Also Knopf haben, wo man drauf drückt und dann geht es an oder aus. Ja? Ich weiß, es ist einigen Leuten echt zu trivial irgendwann, aber dieses Konzentrieren auf das, was ist eigentlich hier mein Ziel? Was will ich eigentlich erreichen? Und dann auch aufhören. Ne? Gasfabrik. Ja gut, bei Zwiebeln, Gasfabrik war jetzt vielleicht eine ungünstige Kombination, aber da ging es eigentlich auch wieder darum, dieses Übertreiben. Ja? Also ich habe eigentlich bloß ein triviales Problem, ich brauche ein kleines Login-Formular. Wäre schön, wenn das ein bisschen intelligenter ist. Ja, ich habe vielleicht schon, sag ich mal, im Hintergrund drin, dass das Login-Formular, wenn ich mich angemeldet habe, dann vielleicht noch ein paar kleine Aktionen auslöst. Ja, aber da muss ich aber nicht so eine riesen Monsterklasse für schreiben. Ja? Da muss ich nicht 2 oder 3 oder 4 Tage da investieren, sondern ganz ehrlich, wenn dieser Login funktioniert und ich kann einen Haken dran machen, ja, ne, das, was ich machen wollte, ging. Punkt. Aufhören. Ja, mit der nächsten Sache weitermachen, weil garantiert soll ja hinter diesem Login-Formular noch was anderes kommen. Ja? Unglaublich, weil jetzt mal ja schön gerade drin, ne? Aber dann mit der nächsten Aufgabe weitermachen und nicht unbedingt alles Mögliche da reinknallen, sondern erst mit einer Basisfunktionalität anfangen, die stabil kriegen, Erfahrung damit sammeln und mit den nächsten Sachen weitermachen. Und das ist so das Problem, man muss sich so ein bisschen auch so organisieren. Ja, aber das ist auch noch ein Riesenthema. So, ja, jetzt habe ich hier, ja, so. Genau. Ja, jetzt sind wir mal beim, jetzt wollte ich eigentlich diesen Workshop machen, aber wir haben jetzt halt nicht so viele Leute hier mit Laptops. Deswegen würde ich jetzt einfach nur noch mal ganz kurz, ich hatte jetzt eben gerade dieses EDO-VK, das sollte mal eine Vereinskasse werden, also, naja, sollte. Ich würde da jetzt einfach mal ganz kurz einmal 2, 3 Sachen noch mal kurz durchgehen. Weiß ich, oder habt ihr da Interesse dran? Weil, ja. Dann gucken wir uns 1, 2 Sachen noch mal an. Und die anderen Beispiele, die sind auch auf GitHub drauf. Da kann man sich dann sonst später das einfach noch mal in Ruhe angucken und mal schauen, was sollte man vielleicht nicht machen. Ja. So, zack. Ich mache den Code mal wieder ein bisschen kleiner, weil ich glaube, das ist sonst ein bisschen too much. Und ich glaube, ich mache mal diese Leerzeichenanzeige vielleicht auch noch aus. Wenn das hier, kann man das hier irgendwie ausschalten? Mimimi. Know your tools, ne? Wie war das? Ja, ich lasse das einfach mal. Siehst du, das ist wenn man zu lange nicht mehr mittendrin ist. So. Genau. Achso, da gibt es einen Fachbegriff dafür, ne? Wie heißt der nochmal? Die 3 Buchstaben, wenn man das nennt? RTFM. Read the Functional Manual. Ich habe aber ganz bewusst mal diese Leerzeichenanzeige gestern reingenommen. Und zwar nicht, um euch hier zu irritieren, sondern um auch mal so eine Trivialität zu zeigen. Ich habe damals nicht so wahnsinnig Wert drauf gelegt, so einheitlich meinen Code einzurücken. Ist auch gar nicht aufgefallen, weil für meine Entwicklungsumgebung hatte ich mir das toll eingestellt. Bloß bei anderen sieht es scheiße aus, so wie jetzt. Das heißt, wenn man Tabulatoren und Leerzeichen miteinander mixt, mal rückt man es so ein, dann rückt man es wieder anders ein und dann kommt eben halt so ein Code hier raus. Also Code in diesem Fall K-O-T. Das hier ist ja wieder okay, ne? Ist einigermaßen vernünftig eingerückt. Aber auch hier haben wir, und das ist zum Beispiel sowas hier, ne? Das macht ihr bitte nicht nach. Das ist wieder das mit diesen hart kodierten Werten, magische Zahlen, magische Werte. Hier wird von einem Feld, von einem Array, hart die Größe vorgegeben und dann wird das auch sofort befüllt. Wenn da jetzt irgendwas schief geht, knallt es nur noch. Ja, also bei Java vielleicht nicht, aber bei C++ definitiv. Ja, genauso wie hier.
Ja, ich meine, es ist doch schön, ich habe hier sogar schon Zahlen drin, die scheinbar konstante Werte haben, also Max-Entries und so weiter. Ich frage mich auch mittlerweile selber, warum habe ich nicht einfach ein Const davor geschrieben? Also dass es eine Konstante ist, dass mein Compiler weiß, dieser Wert darf sich nicht ändern. Das ist, fasst den nicht an, der wird einmal beschrieben und dann ne, nie wieder anpassen. Dann hätte ich nämlich dieses Max-Entries einfach überall dahin schreiben können, wo jetzt die 14 drin steht. Also auch, was hier leider auch der Fall ist, ich habe es nicht durchgezogen. Also das, was ich jetzt hier oben so schön als Max-Entries reingeschrieben habe, das taucht hier unten aber bei den 14 nicht wieder auf. Ne? Also, naja, schade, ne? Hätte man ja nutzen können. Weiß ich jetzt auch. Naja, und was nebenbei auch noch ein bisschen nervig ist, das hier. Cursor-Position setzen. Cursor nach oben, Cursor nach unten. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, man hätte das vielleicht auch einfach in eine kleine Funktion reingeschrieben. Navigate oder Move Cursor. Die hätte einen Parameter gekriegt, in welche Richtung der sich bewegen soll. Und dann hätte hier einfach statt diesen tollen großen Kommentarblöcken, hätte den Schichtweg einfach. Also kann ich jetzt mal was machen? Nee. Ich speichere das Ding jetzt einmal woanders hin. Wie nervt dich jetzt? Speichern unter. Machen wir einfach auf dem Desktop. Aber das solltet ihr aber auch nicht machen. Man speichert natürlich keinen Quelltext auf dem Desktop. Das macht man nicht. So. Aber wenn man was editieren will, ne? Na, das Ding ist schreibgeschützt. Na? Aber das Ding hier zum Beispiel, das würde ich am liebsten einfach durch einen sinnigen Aufruf ersetzen. Zack. Test aufmachen hier. Da haben wir schon was reingeschrieben. Und da könnte man, das Ding könnte man zum Beispiel ganz simpel in eine Funktion reinschieben und dann nennt man das hier einfach Move Cursor. Und dann kann man zwei Werte angeben. X und Y. Und siehe da, dann wird der Code auch wieder ein bisschen übersichtlicher. Machen wir hier noch ein Void davor. Brauche ja nichts ausgeben. Und wenn ich dann an der anderen Stelle mir vorstelle, dass hier statt diesem tollen Kommentar einfach nur noch Move Cursor steht, dann haben wir statt, wie viel sind das jetzt hier? 86 war der Start. 100, also das sind schon mal 14 Zeilen und das andere sind auch nochmal 14 Zeilen. Also haben wir schon mal über 30 Zeilen gespart. Jetzt würden einfach nur, ich bräuchte ja jetzt auch nicht zwei von diesen Dingern, ich hätte jetzt nur einen Aufruf, ne? So, und dann gebe ich ihnen vielleicht noch eine Liste mit, wenn er dann durch eine Liste durchnavigieren soll, ne? Kann ich auch die Liste mitgeben und sagen, gehst jetzt zwei hoch, zwei runter. So, könnte ich mir also sparen. Nein, habe ich mir gesagt, das, ne, das passt ja hier in diese schöne Riesenfunktion rein. Also lassen Sie es da mal schön drin. Und sowas mag ich auch. Eine Vorschleife, sieht man jetzt hier oben, das ist der Beginn. Und dann habe ich da drin ein If, dann kommt irre viel Text, dann kommt ein Else, kommt noch mehr Text. Und dann kommt irgendwann nochmal ein If. Jetzt weiß ich nicht, wo das If aufhört. Das ist jetzt diese Klammer. Oder ist es diese Klammer? Und dann geht es immer so weiter. If, else, if, else, if, else, if, else. Sollen da noch durchsehen. Ja, genau. Also das sind die typischen Anti-Pattern. Alles duplizieren. Ne? Copy and paste. Aber raus mit sowas. Ein bisschen hart mit dir ins Gericht. Irgendwann musst du doch mal anfangen. Und die Frage ist doch, wie oft hast du das so gemacht? Hast du das nicht beim zweiten Programm schon besser gemacht? Ja, das hat sich nachher ein bisschen verbessert. Kann man hier auch nochmal zeigen. Datei oder Projekt öffnen. Gehen wir mal hier schön in die. Ich habe hier mal so ein paar Examples. Ich habe mal mein neuestes Example, damit das mir nicht so negativ aussieht. Ne? Ich habe mal von meiner Diplomarbeit was reingestellt. Also das muss natürlich jetzt vernünftig aussehen. Habe natürlich auch eine tolle Zensur dafür gekriegt. Ja, hat sich auch keiner den Code angeguckt. So, nein, stimmt nicht. Der Doktor sowieso hat sich den natürlich selbstverständlich sehr genau angeguckt. Und deswegen sieht man auch hier den kleinen Unterschied. Ich scroll einfach mal durch. Okay, ihr guckt jetzt mal über das jetzt drüber hinweg. Das ist ein fester Kernel. Den hätte ich mir auch aus einer Datei rauslesen können. Aber es wäre zu kompliziert gewesen. Es hätte drei Zeilen mehr Code gekostet. Aber das ist jetzt mal so eine typische Klasse. Ich glaube, wenn ich hier 4 drücke, sehe ich auch die Klasse dazu. Das ist jetzt mal die Klasse dazu, wo beschrieben ist, welche Funktionalitäten ich jetzt für meine Bildverarbeitungsklasse benutzen möchte. Diese Image Processing Klasse hatte das Ziel, so eine Art Bildfilter zu sein. Also sie hat so eine Art Kontrastoptimierung und so weiter gemacht. Also es ist schon ein bisschen Mathematik dann auch dahinter.
Und das sind die Filter, die diese Klasse anbietet. Ja, das sind so verschiedene Filter, die gibt es auch so im GIMP zum Beispiel, da gibt es auch so Medianfilter. Auch eine praktische Sache, wenn man Bilder mal so ein bisschen verfremden will. Das, was okay ist, was ich gut finde, ist, dass es einen einheitlichen Code-Stil gibt. Das heißt, alles hier sieht einigermaßen aufgeräumt aus, also so wie die Wohnung kurz vor dem Besuch der Eltern. So sollte eigentlich auch der Code aussehen. Ja? Also nicht wie Hempels unterm Sofa, sondern so, als wenn jetzt gleich die Mutter langkommt und sagt, oh, was Kindchen, was hast du hier gemacht? Das heißt aufräumen. Und am besten gleich, wenn man schreibt. Das heißt vernünftiges Alignment. Namen sind hier auch vernünftig vergeben. Das heißt, es gibt einen durchgängigen Stil. Wie benenne ich meine Klassen? Wie benenne ich meine Methoden? Und da fällt zum Beispiel auf, die Klasse habe ich hier groß geschrieben. Ich habe keine Abkürzung drin. Ich habe jeden Namen immer ausgeschrieben. Und Sachen, wo eine Aktion passiert, die werden auch ganz normal wie so ein Verb bezeichnet. Also mache das Ding grau, lösche das, schmeiß es weg. Ja? Oder wenn das, so wie hier, dann auch, oder auch substanzieren, ne? Binarize Filter, das sind, da liefert mir ein Objekt zurück. Ne? Beziehungsweise da macht er auf den Bildern eine Aktion. So, was dann nicht ganz so schön ist, das ja, es ist ein Diskussionspunkt, ob man in die Klasse dann auch noch andere Strukturen noch mit einbettet und dann auch noch Code mit direkt in eine Definition mit reinnimmt. Das ist bei C++ ein Streitpunkt, aber bei anderen Programmiersprachen gar nicht. Ja, bei anderen Programmiersprachen ist es durchaus normal, dass man direkt in eine, wenn ich so eine Klasse erstelle, dass ich da auch direkt auch meine Implementierung drin habe. Ich finde es unübersichtlich, aber ich bin ja auch ein C++-Entwickler. Aber gut, ne? Was aber auch auffällt, ist, das weiß ich nicht, das werden auch nicht alle kennen, das ist dieser Code, diese Doku hier, ne? Die machen immer so Schrägstrich, Sternchen, Sternchen und dann steht da was. Das ist nicht nur einfach irgendein Kommentar, sondern das ist eine auswertbare Doku. Das ist nämlich JavaDoc. Das ist also ein Standard, wie man mit Hilfe von Kommentaren Sachen in seinem Quelltext dokumentieren kann und kann sich daraus hinterher Hilfedateien bauen. Also richtig Webseiten, wo die komplette Doku von meinen ganzen Klassen drin steht, inklusive den Quelltext mit Annotation, das bedeutet dies, das bedeutet das. Und auf Hochdeutsch, ich brauche hier überhaupt keinen Aufwand treiben, die Entwicklungsumgebung, die können das heutzutage alles, ich mache einfach nur zwei Sternchen rein, boom, schon habe ich den Entwurf für meine Doku drin. Ja? Und das macht keinen Aufwand mehr, da also ein bisschen Doku reinzuschreiben. Das hier hinten ist genau das Gleiche. Das ist auch eine Abwandlung vom JavaDoc. Auch das ist eine Doku für diese Variable, die weiter. Ja, und die wird automatisch ausgewertet. Also das ist zum Beispiel wieder positiv. Ne? Dokumentieren ist doch gar nicht so schlimm. Ja? Das ist alles. Also erstens ist es ein Thema von Ästhetik. Es gibt sogar ein Feld der Code-Ästhetik. Ja. Ja, kann man jetzt ein bisschen grün angehaucht sein oder so, ne? Ich sehe es ein bisschen pragmatischer. Ich sehe es wirklich so, Code darf auch ruhig ein bisschen schön sein oder sollte schön sein. Weil, warum? Ähnlich wie Code, ich habe für mich immer so die Analogie mit der Wohnung. Das kriege ich bei mir nicht aus dem Kopf raus. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich jemand anderen meinen Code gebe, ist es genauso, als wenn ich jemanden bei mir zu Hause einlade. Das heißt, der soll nur die Sachen sehen, ja, die mir nicht peinlich sind, ja, und der sollte nach Möglichkeit mit einem guten Eindruck da reinkommen, ja, und nicht mit der Hände über dem Kopf und sagen, oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Und genauso ist es bei Code auch. Stellt euch vor, der Code, den ihr anderen zur Verfügung stellt, ja, die den nutzen sollen, der sollte einen guten Eindruck von euch vermitteln. Mir hat mal jemand anderes gesagt nach dem Vortrag Goldene Regeln für die schlechte Programmierung, da stand zum Schluss dann nachher, stellt euch vor, der Nächste, der euren Code warten muss, ist ein gewalttätiger, cholerischer Psychopath, der weiß, wo du wohnst. Genau. Und das ist das Problem. Wenn ihr den Code schlichtweg einfach nicht aufräumt und der sieht kacke aus und der weicht jedes Mal von irgendwas ab, dann dürft ihr davon ausgehen, dass die Leute sich nicht unbedingt eingeladen fühlen. Ja?
Und ich selber fühle mich auch nicht so ganz wohl, wenn zu Hause die Socken überall rumliegen. Und also gibt es bei mir natürlich nicht. Ja, also man räumt ja zu Hause natürlich auch auf, ne, weil irgendwann hat man ja auch keine Socken mehr. Und genauso ist es hier auch. Ja. Ne? Also behandelt Code bitte gut. Ja, das ist hier nicht einfach nur was zum Ausführen. Das ist ja schließlich auch so ein bisschen, ne, ich sag mal, Maler zum Beispiel. Wenn Maler sagt, hier, ne, wenn du mal sehen willst, was ich gemacht habe, guck dir mal die Bude an. Also ich würde doch als Maler nie jemanden irgendwo hinschicken, wenn ich nicht wüsste, dass ich da einen vernünftigen Job gemacht habe. Ne? Gut. So. Okay, gehen wir mal weiter, weil das war jetzt eigentlich die Halbzeit. Eigentlich. Ja, ich hatte mal aufgeschrieben, Spaghetti, Code, Copy and Paste und so weiter. Ne? Jetzt kommen wir mal zum pragmatischen Programmieren. Ich hatte auch mal dieses Buch hier gehabt, dieser pragmatische Programmierer. Super, wenn man auch mal in der Entwicklung noch einen Tick weiterkommen will, so ein bisschen sich selber weiterbringen will. Da wird vor allem im ersten Moment auf Verhaltensweisen eingegangen. Ich habe eben gerade gesagt, macht euren Code hübsch. Und es gibt in diesem Buch die erste Lektion, hier drin ist, heißt Feuer löschen. Feuer löschen ist, also das Buch ist immer so geschrieben, dass es so kleine Anekdoten gibt. Und die Anekdote lautet so, die hatten in den USA das Problem, dass in vielen Vierteln relativ schnell Häuser von also völlig okay Zustand, also Ordnung, gepflegt, sauber, alles heil, zu verwahrlost, kaputt, voller Graffitis, alles eingeschlagen. Das ging teilweise irre schnell. Und die haben sich gefragt, wie passiert das? Woher kommt das? Und dann haben die das wirklich, mal untersucht und haben rausgekriegt, dass in dem Moment, wo an einem Haus, einem ganz normalen Haus, ganz normalen Schuss ist, eine Fensterscheibe eingeworfen wird. In dem Moment, wo diese Fensterscheibe nicht gleich repariert wird, sondern erstmal so bleibt, fühlen sich die Leute, die da drinnen wohnen, irgendwann so im Stich gelassen. So nach dem Motto, ja sag mal, warum kommt denn da keiner? Warum kümmern die sich da nicht um uns? Ne? Niemand macht das Ding wieder heil. Jetzt wohnen wir hier in so einem Haus und das sieht aus wie sonst was. Und die sind dann da so gefrustet, dass sie selber anfangen, den Müll einfach gar nicht mehr in die Mülltonne zu schmeißen, wird daneben gepackt. Dann wird die Tür aufgelassen, dann wird da was kaputt gemacht, dann schmeißen sie ihren ganzen Kram irgendwo hin. Und nur kurze Zeit später ist alles voller Graffiti und die ziehen alle aus dem Haus aus und das Ding ist ghettoisiert. Ja? Und deswegen ist in den USA es wirklich so, ist auch gerade in New York und Detroit war nicht mehr ganz so stark, aber in New York geht die Polizei selbst gegen kleinste Verbrechen vor. Das heißt, wenn die jemanden beim Sprayen erwischen oder dass der am Haus was kaputt macht, da gehen die ganz rabiat gegen vor. Und sie haben nachgewiesen, dass sie dadurch irre die Kriminalitätsrate gesenkt haben. Natürlich reparieren sie auch die Scheibe. Das gleiche Experiment gab es mit dem Auto. Das haben sie mal so als Kontrollexperiment gemacht. Die haben ein normales, gebrauchtes Auto, also hat keine Schäden, keine dollen Beulen oder sowas. Haben sie in so eine, ich sage jetzt mal, schwierige Gegend gestellt. Und dann haben sie tagelang abgewartet, was denn wohl mit diesem Auto passiert. Ne? Wir haben alle Beverly Hills Cop geguckt. Normalerweise so, du hältst kurz an, bummst du die Räder weg. Ja? War aber nicht. Der Auto ist nichts passiert. Und dann ist einer von diesen Forschern beigegangen, hat sich ein kleines Hämmerchen genommen und hat nur hinten eine so eine kleine Seitenscheibe so pop, eingehauen. Und dann lief das Protokoll teilweise in Stunden ab. Ja, also erst haben das die Leute gesehen, dann haben sie dagegen getreten und dann haben sie nachher irgendwann abgebaut, dann haben sie die Spiegel alles abgebaut, dann haben sie Räder abgebaut und dann zum Schluss haben sie das Ding zusammengekloppt und angezündet. Genau so läuft es mit eurem Code. Ja? Man kann ihn nicht abfackeln. Man kann ihn ja nicht abfackeln, aber man kann ihn völlig versauen. Das heißt, dieses Gefühl von diesen Leuten, ne, die sich fühlen so, ne, ich denke mal, die armen Räuber, die Sachen abgebaut haben, die haben sich vorher auch gedacht, so, Mann, was ist das für eine schlimme Gegend, da steht hier ein Auto mit einer kaputten Scheibe rum. Ne? Aber bei den Hausbesitzern kann man es vielleicht besser nachvollziehen. Wenn ich da wohne und ich bezahle meine Miete und dann geht jemand bei, haut das kaputt und niemand kümmert sich darum, dass das jetzt in Stand gesetzt wird. Ganz ehrlich, dann mache ich mir doch auch keinen Kopf mehr. Dann sage ich mir doch, ist mir das auch egal. Haue ich die nächste Scheibe auch noch kaputt. Ja? Und genauso ist es bei Entwicklern. Wenn die sehen, er hat seinen ganzen Kram bloß auskommentiert, statt ihn rauszulöschen, mache ich das bei mir auch. Ja? Vielleicht macht das ja irgendwann jemand anderes. Ne? Aber ganz ehrlich, die meisten Leute haben dann keinen Respekt mehr davor. Also die sagen, die behandeln euren Code genauso wie jeder andere auch. Achso, Autowerkstatt ist das Gleiche. Bring mal dein Auto ungewaschen zur Werkstatt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich nochmal extra den Bezug über den Sitzrüher machen, ne, und dann schön vorsichtig sind?
Die meisten sagen, wenn die Karre schon so mistig aussieht, dann setzen sie sich mit ihrer dreckigen Hose rein und fahren einfach quietschenden Reifen in die Werkstatt rein. Ne? Also auch da, also ich wasche mein Auto auch vorher, bevor ich das zur Werkstatt bringe. Passt also auf. Also so eine Verhaltensweisen. Da gibt es viele, viele Beispiele, schaffen wir heute nicht. Aber das sind so kleine Lebensweisheiten, wo man eigentlich sagt, weiß ich. Aber ganz ehrlich, wer wendet das denn alles an? Ja, dafür gibt es dann aber wieder Leute, die das dann auch mal machen oder auch Bücher, wo man das ein bisschen sehen kann. Ich habe noch als nächstes drin Entwurfsprinzipien und ich glaube, das ist jetzt, da kennt vielleicht der eine oder andere schon was von. Ich habe einfach mal vier, die, also die ersten drei, sage ich mal, sind, ja, nee, doch alle vier sind besonders wichtig. Dry, Kiss, Solid und Yagni. Yagni ist, da brauche ich gar nicht mehr groß erklären. Das ist einfach nur nochmal das, was ich gerade gesagt hatte. Wenn ihr es nicht braucht, schmeißt es weg. You ain't gonna need it. Ja? Seid ehrlich. Ja? Brauche ich denn diese große If-Schleife nochmal? Nein. Hab gerade einen besseren Weg gefunden. Schmeiß es weg. Ja? Was ist Solid? Ja. Da gehe ich jetzt gerade drauf ein. Ich gehe jetzt die Dinge alle mal durch. Ich fange mal mit Dry an. Genau. Ja, Jagni wollte ich bloß, weil das so, na, da wollte ich jetzt eine extra Seite für machen. Für die anderen ist es mir das aber wert gewesen. Da habe ich jetzt einfach mal drei Folien gemacht. Und zwar Don't Repeat Yourself, Dry. Ja, also Dry, nicht Axe Dry, sondern wirklich Don't Repeat Yourself. Das war das, was wir vorhin im Beispiel gesehen haben, mit diesen ganzen Goto-Blöcken, den ganzen If-Blöcken, hätte man auch damals schon technisch gesehen hingekriegt. Ja, hat man eine Function für geschrieben und die hätte das dann gemacht. Aber gut, ne? Also verwendet bitte kein Copy-and-Paste und refaktorisieren. Also wenn ihr eine gute Idee habt und wenn ihr seht, könnte man anders machen, erwartet nicht lange, ja? Gleich fertig machen. Gleich refaktorisieren, heißt Code zusammenfassen, eindampfen, hübsch machen und dann kann man sagen, so, habe ich wieder was geschafft. Und vor allem nutze andere Lösungen, die das schon lösen, was du da gerade machen willst. Also mach nicht bitte jeden Kram selber. Also es ist einfach nicht mehr cool, heutzutage sich noch damit zu beschäftigen, einen Dokumentgenerator zu bauen oder das Spiel Nibbles nachzuprogrammieren, also Snake. Das gibt so viele Varianten davon. Jetzt habe ich noch nach oben gedrückt, drücken runter. KISS, also nicht die Band, sondern Keep It Simple Stupid. Also Stupid heißt Idiot. Also halte es simpel, du Kollege. Ja, das heißt, ja logisch, macht den Code so, dass sich jemand anderes damit auch, ohne jetzt eine riesen Anleitung zu lesen, damit klarkommt. Logisch. Ich habe auch keinen Bock, Anleitungen zu lesen, besonders nicht bei den Fernsehern. Aber gut, heutzutage muss man ja schon, reicht auch ein Informatikstudium teilweise nicht mal, um einen Fernseher in Betrieb zu nehmen. Was aber ein Fehler ist, das heißt, da haben dann die Ingenieure übertrieben. Ich will eine einfache Lösung. Das hat nichts mit nur Programmieren zu tun. Das ist eigentlich so ein ganz allgemeines Prinzip. Also haltet es einfach. Lasst super komplizierte Konstrukte weg. Oder fangt erstmal klein an. Also wenn ich jetzt lernen will, wie ich programmiere, fang klein an. Und hört dann auch auf und macht dann mit der nächsten Aufgabe weiter. Das ist wie mit dem Autofahren. Man fängt ja sowieso auch beim Autofahren immer langsam an. Ne? Man ist am Anfang ja gar kein Autofahrer, wenn man einen Führerschein hat, sondern ich habe gelernt, man ist bloß Fortbewegungskünstler. Und beim Programmieren ist es genauso. Alle Studenten, die ich seit 2001 betreut habe oder auch zum Abschluss gebracht habe, alle durch die Bank weg. Egal, ob sie Programmiervorerfahrung hatten oder nicht. Alle, die aus dem Studium gekommen sind, waren bestenfalls Fortbewegungskünstler, was Programmierung betrifft. Und das ist einfach so, man lernt das ja nicht durch die Theorie. Ihr lernt das auch nicht, indem ich euch das hier toll erzähle. Ihr lernt es nur, indem ihr es macht. Und das Einzige, was so solche Vorträge wie dieser hier rausbringen, sind, ich möchte, dass ein paar Fragezeichen aufgeworfen werden. Ich möchte, dass ihr ein paar neue Suchbegriffe für Google habt. Und dass ihr vielleicht auch mal über ein paar andere Sachen ein bisschen anders nachdenkt. Also wenn ihr dabei seid, mal gerade wieder die dritte If-Anweisung mit dem gleichen Inhalt zu schreiben, erinnert euch vielleicht mal daran. Ja? Und genau, lieber anfangs mal ein bisschen mehr Arbeit investieren, weil es lohnt sich hinterher raus. Kleine Anekdote dazu. Kollege von mir wollte, oder Ex-Kollege wollte, oder hat den Auftrag gehabt, mal, ich sag mal, ein Programm anzupassen. Da sollte es eine Option geben, dass man ein bestimmtes Feld an- oder einblenden kann oder ausblenden kann. Meine Idee wäre, es gibt einfach ein Häkchen in dem Eingabefeld, ja, oder in dem Menü, dass man also irgendwo ein Optionsmenü oder wo auch immer, man hat ein Häkchen. Da klickt man drauf, dann wird das eingeblendet oder ausgeblendet. Also war jetzt meine Idee. Was hat der Entwickler gemacht? Der hat einen schönen neuen Eintrag in der Konfiguration reingebaut.
habe ich gesagt, okay, ja, erster Schritt, schön. Jetzt kannst du also in der Konfigurationsdatei einstellen, dass man das ein- oder ausblenden kann. Wo ist das Häkchen in der GUI? Wozu? Geht doch auch so. Da musste ich erstmal mit ihm lange erklären, dass die meisten Anwender, die dieses Programm benutzen, A, keine Adminrechte haben, B, kein Diplom-Informatiker sind und C, dass das Einbauen von diesem verdammt kleinen Häkchen in dem Optionsmenü passend zu diesem Konfigurationseintrag lediglich, das waren glaube ich 5 Zeilen Quelltext. Aber er wollte diese 10 Minuten dafür sparen. Und jeder Anwender hätte dafür irre viel Aufwand gehabt. Wir hätten sogar die Handbücher dafür umschreiben müssen. Ja, weil wir müssten den Leuten jetzt ja beibringen, wie editiert man Konfigurationsdateien. Ja, einfach nur, weil der so faul war, das Häkchen zu setzen. Also investiert ein bisschen mehr Zeit, damit das nachher eine schöne runde und einfach zu bedienende Sache ist. So, und lesbar, na klar. Ne? Also Lesbarkeit ist ja kein Luxus, sondern das sollte Selbstverständlichkeit sein. Dann, jetzt kommen wir zu Solid. SRP, OCP, LSP, ISP, DIP. Habt ihr das schon verstanden? Ich kenne es ehrlich gesagt nicht auswendig. Ich musste das auch noch. Ich verwende dieses Solid, ist ja so ein Entwicklungsprinzip, was in Wirklichkeit wieder aus vielen anderen Prinzipien besteht. Und ich habe die jetzt alle mal aufgeschrieben. Single Responsibility, das hatten wir vorhin schon mal. Eine Klasse sollte eine Aufgabe haben. Wir hatten das Anti-Pattern, ne, mit der Wunderklasse. Das ist das richtige Pattern dazu. Also das ist das Gegen-Anti-Pattern, also das Anti-Anti-Pattern, also das Pattern. Ja, also eine Aufgabe wird mit einer Klasse gemacht. Und nicht eine Klasse für 2 Aufgaben, ja, oder 2 Klassen für eine Aufgabe, sondern wirklich eine 1-zu-1-Beziehung sollte das im Idealfall sein. OCP, Open-Closed Principle ist das. Also das P steht dann immer für Principle. Ich habe es jetzt wegen Platz noch weggelassen. Das heißt eigentlich, dass jede Klasse eigentlich so gebaut sein sollte, dass es, oder jedes Programm, so gebaut sein sollte, dass es immer einfach ist, neue Funktionen ranzuklatschen. Zum Beispiel, indem ich einfach eine neue Klasse nehme und sie dann mit ranpacke. Na, dann kann ich sie dazu zusätzlich aufrufen, ist ja kein Thema. Aber bitte nicht in die Klasse immer alles neu reinbauen, sondern andere dazu packen. Das heißt, die Klasse selber sollte zwar dafür offen sein, dass man sie auch vielleicht auch mal ein paar neue Parameter, neue Methode oder so erweitern kann, aber sie sollte geschlossen sein im Sinne von, es wird sich das Verhalten nicht mehr ändern. Deswegen habe ich auch hingeschrieben, Finger weg von Public APIs. Das heißt, wenn ihr eine Funktion nach außen freigegeben habt, also irgendjemand anderes könnte sie verwenden, eine Funktion, eine Klasse, irgendwas, in dem Moment ist sie sogenannt Public, das heißt, sie ist nach außen sichtbar. Das heißt, ihr müsst damit rechnen, dass jemand anderes sie ja verwendet. Wenn ihr jetzt aber auf die geniale Idee kommt, das Verhalten umzustellen, Dann tut ihr diesen Leuten in der Regel keinen Gefallen. Es ist schön, wenn man wieder Kontakt mit seinen Kollegen haben möchte, aber es gibt schönere Ausgangsbedingungen dafür. Das heißt, stabiles Verhalten. Zur Not, bitte schreibt diese Klasse einfach nochmal, ja, und verpasst ihr ein bisschen anderen Namen. Dann können die anderen Entwickler wenigstens mit ihren Sachen weiterarbeiten und eure neuen Ideen verpackt ihr einfach in eine andere Klasse oder andere Methoden. LSP, Liskovsches. Ich glaube, das S war, glaube ich, für, egal. Also Liskovsches Ersetzungsparadigma. Das heißt in Wirklichkeit, das ist aber wieder reine objektorientierte. Das heißt, die Klassen, die von einer anderen Klasse abgeleitet sind, müssen sich alle soweit identisch verhalten. Die müssten also quasi sich immer exakt genauso verhalten wie die Basisklasse selbst. Das hat den Vorteil, dass man auch mal Sachen ein bisschen austauschen kann. Es könnte zum Beispiel, Beispiel Auto. Ihr habt eine Basisklasse Auto. Die hat die Funktion Fahren und Bremsen, sollten alle Fahrzeuge, die davon abgeleitet sind, also alle anderen Klassen, die von Auto abgeleitet sind, sollten nach Möglichkeit sich genauso verhalten. Das heißt, wenn ich Fahren oder Bremsen ansteuere, dann passiert bitte nicht, dass bei einem Auto der Rückwärtsgang reingehauen wird, oder im nächsten Auto passiert nichts, weil es ein E-Auto ist, da hat Fahren nämlich eine ganz andere Bedeutung. Was auch immer. Also die Fahrzeuge oder diese Klassen sollten sich alle so verhalten wie die Basisklasse. Das ist also auch ein Prinzip, dass man wirklich sagt, man versucht über eine einheitliche Basisklasse zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten einfach vorzugeben. So sagt, das ist unser Standardsatz von Funktionen, den müssen alle anderen auch haben. Ja, und das heißt aber auch, ich kann beliebig austauschen. Das ist ein riesen Vorteil. Und das hat eben halt dieser Herr Liskov dort mal beschrieben und dokumentiert. Ist auch schon ein bisschen länger her, schon ein paar Jahrzehnte her. Also auch keine ganz neue Erkenntnis. ISP
Interface Segregation Principle. Das ist in Wirklichkeit auch wieder so eine Geschichte, die reine Objektorientierung betrifft. Da soll eigentlich darauf hingewiesen werden, dass man nicht mit seiner Klasse immer direkt auf eine andere Klasse raufgeht, sondern dass man möchte ja eigentlich auch mal die Chance haben, die Implementierung auszutauschen. Na, das heißt, wenn ich von einer, ja, wir haben ja gerade das Autoklassen-Thema gehabt, angenommen, ich möchte ein Auto benutzen, dann wäre es ja ganz schön, wenn meine Autoklasse oder meine Klasse nicht direkt das Auto, ich sag mal, VW Polo benutzt, sondern erst auf eine Zwischenklasse geht, die sagt, Autos allgemein oder Benziner oder Diesel. Und diese Klasse wiederum schnappt sich dann die eigentliche Implementierung von VW Polo zum Beispiel. Könnte dann aber ausgetauscht werden, aber auch, wenn ich später mal ein bisschen mehr Geld habe, durch einen Passat. Es ändert sich aber nichts an dem Funktionsumfang, für den ich als Nutzer sehe. Ich sehe als Nutzer nur, das ist ein Dieselfahrzeug. Ja? Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Programmierung. Also ist das im Grunde, dass man eine Hauptklasse macht und daraus dann im Grunde was abgeht und dann nochmal? Ja, die Grundidee ist, dass man eine Zwischenschicht dazwischen packt, ein sogenanntes Interface. Ja, das heißt, es ist heutzutage nicht mehr sinnvoll, direkt das eine Klasse, direkt die andere Klasse kennt. Und es gibt in der Objektorientierung die sogenannte abstrakten Klassen oder auch Interface-Klassen. Bei Java ist es Interface-Klassen, bei C++ ist es zum Beispiel Abstract-Klassen, die selber keine Funktionalität haben. Die sind nur eine leere Hülle. Ja? Also, nee, wenn ich das jetzt hier mal mache. Ja. Das heißt, kannst du voraussetzen, wenn ich diese Klasse habe, muss sie genau diesem Schema entsprechen, damit ich damit weiterarbeiten kann. Wie ihr gerade gesagt habt, mit dem Polo, da gehe ich davon aus, Polo hat dann immer Bremsen drin zum Beispiel. Und irgendwer anderes, jetzt der Fuhrpark Manager kann jetzt Bremsen ausstellen. Egal, ob das jetzt ein Polo ist, ob das ein Mercedes-Benz ist, weiß der Geier. So, das heißt, ich mache das jetzt hier einfach mal Live-Cooling hier. Also jetzt haben wir den Autofahrer zum Beispiel, ne? Machen wir den Fahrer, machen wir nicht Autofahrer, das ist jetzt verwirrend. Ne? Den Fahrer, und der will zum Beispiel auch Gas geben, also fahren, schreiben wir mal fahren. Losfahren, ich schreibe mal so, losfahren. So, und wir haben jetzt hier eine klassische Kundenbeziehung. Der Fahrer möchte gerne das Auto benutzen. Ne? Ganz klassisch würde ich jetzt schreiben, ich mache jetzt mal eine Instanz vom Fahrer. Ich sage jetzt Fahrer Udo. Und losfahren schreibe ich mal rein. Fahren, der braucht jetzt natürlich, der muss ja wissen, mit was für einem Auto der fährt jetzt. Ne? Also der braucht jetzt ein Auto. Und dieses Auto ist mein Diesel zum Beispiel oder PKW. So, und der soll dann quasi losfahren. Also dieser PKW, der hat dann die, der ruft dann direkt auf PKW.fahren. Das wäre so ganz klassisch, ne? Also kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Das heißt, der benutzt einfach direkt die Klasse Auto, ruft direkt Fahren auf, alles gut. So. Auto habe ich jetzt ja allerdings dummerweise schon direkt als Basisklasse gemacht. Das machen wir wirklich Polo hier draus. Ich will ja ein Polo fahren, ne? Ah, ist doch viel cooler. Ich schreibe jetzt mal Polo rein, sag Polo fahren. Udo, zack, schnappt sich also diesen Polo. Machen wir Auto hier, Polo, zack, Autochen. Und dann sagt Udo, ich fahre los. Und ich schnappe mir das Autochen. So. Das ist der ganz klassische Weg, ne? Ich benutze direkt diese Klasse. Jetzt komme ich aber, wie gesagt, in die Schwierigkeit. Ich möchte doch irgendwann mal den Polo loswerden. Der wird zu klein oder hat nicht genug PS. Jetzt möchte ich mein Passat machen. Wie kommen wir jetzt eigentlich zum Passat? Also jetzt nicht wegen dem Autohaus, sondern wie kriegen wir das jetzt hier rein? Mein klassischer Weg wäre, ich bin ja jetzt, ich tue jetzt mal so, ich bin ein Frickler. Frickler würde ich jetzt beigehen und sagen, ach du Scheiße, wo steht denn überall Polo? Ersetzen wir jetzt einfach mal Polo. Und hier zack. Nochmal, weiß ich mal, kriege ich das hier raus. Ich kenne natürlich meine Tools hier, ne? Also schreibe Passat rein. Passat. An die Steuerung R war das, ne? Ha, hättet ihr mir auch gleich sagen können. So.
Steuerung R. Ersetzen durch eine Polo, ersetzen durch Passat, ne? Aber wenn ich das jetzt mache, ist mein Passat ja auch, mein Foto auch weg. Nee, das mache ich nicht. Ich mache es von Hand. Ich bin ein Frickler. So, also ich schreibe jetzt hier Passat rein. Macht mich aber nicht glücklich, weil wenn ich das nächste Mal auf das nächste Auto wechsle, vielleicht wechsle ich doch wieder auf den Golf zurück, ja, aber dann muss ich ja wieder alles umschreiben. Ja, also, was macht man? Wir wollen die Flexibilität haben, dass die Klassen, die die Funktionalität implementieren, also unsere Klassen, die wirklich den echten ausführbaren Code drin haben, den ich aufrufe, ich als Kunde, ich bin der Fahrer, mir muss das eigentlich scheißegal sein, in was für ein Auto ich reingesetzt werde. Weil vielleicht ist es ja in Wirklichkeit ein Auto aus dem Fuhrpark und das kann sich jeden Tag ändern. Was ändert sich nicht? Das Auto ist entweder eine Automatik, dann brauche ich nur aufs Gas drauf drücken, oder das Auto ist ein Schalter. Ja? Oder vielleicht ist es noch ein Diesel und Benziner, also ich kann es ja irgendwie beliebig klassifizieren. Aber sie sind alle austauschbar. Sie haben alle gemeinsame Eigenschaften. Also ist es das Schlauste zu sagen, wir machen ja objektorientierte Programmierung, das heißt, wir wollen ja Sachen weiterverwenden. Also machen wir eine Basisklasse und die heißt Auto. Und von dieser Basisklasse Auto leiten alle anderen ab. Ja, ist manchmal, ja, ich mache jetzt hier Copy and Paste, ne? Das ist euch natürlich aufgefallen, dass ich hier gerade kopiere. Aber das mache ich natürlich nur, um das hier anschaulich zu machen. Das heißt, ich leite das jetzt einfach mal von Auto ab. Dann brauche ich die reintrisch noch nicht mal mehr Public fahren und Bremsen hinschreiben, das haben die automatisch mit drin. Aber die haben ja vielleicht eine eigene Funktionalität dafür. Obwohl sind ja VWs, ne? Also sind ja VWs, also eigentlich könnte ich sogar auch eine Klasse VW-Auto machen. Das Auto. Ja. So, also was könnte ich jetzt machen? Was für eine Möglichkeit habe ich jetzt? Ich könnte jetzt einfach sagen, statt dem konkreten Produkt, statt der konkreten Implementierung, hau ich Auto rein. Ich weiß, es war eben gerade das Signal, ne? So, Auto. So, Auto hin und dann würde ich jetzt hier hinten schreiben, ist gleich New Polo oder New Passat. Natürlich mit einem Sternchen. So, und das ist eigentlich die Idee. Ich benutze als Fahrer gar nicht mehr die direkte Klasse von dem Auto, was jetzt wirklich die Funktionalität implementiert, sondern ich mache das alles austauschbar, indem ich immer mit der Basisklasse arbeite und, und erst direkt bevor ich das ausführe, also hier unten, bei C++ machen wir es über Pointer, dann machen wir den New draus. Bei Java sieht das aber genauso aus. Da würde ich auch sagen, ne, mein Autochen ist gleich New, die und die Klasse. Und das ist das Tolle, dieses Lifkovsche Ersetzungsparadigma arbeitet wirklich so, dass man sagt, jede dieser abgeleiteten Klassen muss sich genauso verhalten wie die Basisklasse. Also nehme ich als Datentyp immer einfach die Basisklasse. Ich sage also immer Auto. Ich sage nie Passat oder Polo. Das würde ich nur dann machen, wenn ich was ganz Spezielles von denen brauche. Aber solange das diese Standardschnittstellen sind, die auch in der Basisklasse drin sind, reicht es, wenn ich in meinem Code immer nur den Namen der Basisklasse verwende. Und sich natürlich, bitteschön, auch die Kollegen daran halten, dass sie im Polo das Thema Fahren genauso implementieren, wie es beim Passat auch ist. Also sprich, auch Lenken zum Beispiel nach links auch die gleiche Aktion auslöst wie in der anderen Klasse. Ne? Also das mal so als Beispiel. Grafisch kriegt man sicherlich noch ein bisschen hübscher erklärt, also wenn man es da mal irgendwo anmalen würde. Ich würde da gerne auch noch kurz einen Senf dazu geben, weil ich das Beispiel echt wirklich cool finde. Wenn man das jetzt noch in drei verschiedenen Dateien zum Beispiel hätte, dass man sagt, man hat eben diesen Main-Bereich, genau, unten, man hat die Autos an einer Stelle und man hat den Fahrer an einer anderen Stelle, dann, wenn man den Code erstmal sauber aufgebaut hat, merkt man, dass man bei dem Wechsel von Polo auf Passat den Fahrer überhaupt nicht anfassen muss. Richtig. Ich kann auch nicht kaputt machen, ich muss mir keine Gedanken drüber machen. Und das ist ja der entscheidende Vorteil. Genau, das ist genau dieser Code hier, den wir nicht anpassen müssen. Ne? Da, wo ich das verwende, da nutze ich einfach nur die Basisklasse. Und jetzt kommt der nächste Punkt, du hast es richtig gesagt, wenn wir das jetzt mal zertrennen, wir wollen unser Programm natürlich mal vernünftig austauschbar machen, dann könnte man jetzt diese beiden Implementierungen jeweils einzeln in zum Beispiel eigene Bibliotheken reinlagern, also eigene DLLs oder was auch immer. Und erst zum Start meines Programms lege ich fest, welche dieser Implementierungen wird überhaupt geladen. Vielleicht sucht sich das Programm das sogar selbst aus. Ja? Und das Gute ist, ich habe auch keine Abhängigkeiten mehr. Abhängigkeiten sind schlecht, nur so mal als Beispiel. Denn wenn das jetzt alles einzelne Bibliotheken sind, und ich möchte aber eigentlich nur ein Programm ausliefern, was nur was mit Polo zu tun hat, ist doch doof, wenn ich jedes Mal den Passat mitschleppen muss. Also die Bibliothek von Passat. Ja, so kann ich die Sachen einfach rausschmeißen und zu jeder Zeit wieder ersetzen. Vielleicht auch durch eine neuere Version von Polo. Ist doch scheißegal, die Schnittstellen bleiben gleich. Hatten wir vorhin auch gesagt. Public APIs nie anfassen, Open-Closed-Prinzip.
Ja, also wenn das jetzt einmal Fahren heißt, dann ändert ihr das nie wieder. Es sei denn, es gibt später mal Fahren 2, also oder Fahren elektrisch oder sowas. Ja? Auch wichtig. Open Closed hatten wir gerade, LSP hatten wir gerade letztes, Interface Segregation, das war das eben auch nochmal, dass die Abhängigkeiten aufgelöst werden. Und vor allem, man kann das noch übertreiben, lieber viele, viele kleine solche Interface-Klassen machen, als wieder diese riesengroße. Weil wenn ich jetzt wieder eine riesengroße Autoklasse habe, das wird leider auch nicht funktionieren. Jetzt mit Fahren, Bremsen, tolle Sache. Wenn aber nachher noch Tanken und Zählerstand resetten und Navi einrichten und so weiter zukommt, dann wird das so speziell, dann wäre es wieder besser, wenn man das wieder auftrennt. Zum Beispiel in Diesel, in Benziner, in Elektrofahrzeuge, in Gas und so weiter. Weil man dann diese ganzen vielen kleinen Abhängigkeiten, die es da so gibt, dass man Sachen anders machen muss, dass es zusätzliche Funktionen gibt. Zum Beispiel bei Gas gibt es dann ja noch einen Gastank und so. Also der hat ja Benzin und Gas. Das haben die anderen Autos alle nicht. Bei anderen Autos gibt es nur Tanken. Tanken heißt Open Tankdeckel, Insert Fuel. Ja? Und bei Gas ist es aber noch mehr. Und diese Unterschiede sollten wir dann immer mit vielen kleinen weiteren abstrakten Basisklassen lösen. Das heißt, man leitet von Auto einfach nochmal verschiedene spezielle Autoklassen ab und nimmt dann auch nur die dann dafür. Das heißt, Fahren funktioniert immer auch mit der Basisklasse Auto. Aber Tanken zum Beispiel, da müsst ihr dann sagen, warte mal, bist du ein Gasfahrzeug? Ja, nein. Dann, wenn du ein Gasfahrzeug bist, dann ruft man noch die und die Methode auf. Ja. Ist ein bisschen schnell, wenn man das so in 2 Minuten erklärt, aber... Dependency Inversion, oh Gott, das ist gar kein 2-Minuten-Thema. Umkehr von Abhängigkeiten, das ist im Endeffekt nochmal eine weitere Ausbaustufe davon, von dieser Interface-Geschichte, dass man wirklich sagt, erst mit der eigentlichen Implementierung fängt das, oder erst mit dem Start, wenn ich das Ding das erste Mal aufrufe, dann wird eigentlich erst das geladen, was ich wirklich brauche. Aber das muss man mal richtig am lebenden Beispiel zeigen. Ich glaube, das ist nichts für mündlich. Ich würde jetzt auch dann gleich mal Break machen. Ich habe ja auch gerade ein bisschen Signal gekriegt. Wir haben noch eine Menge andere Sachen, die man hier noch erzählen könnte. Zum pragmatischen Programmieren wären jetzt noch richtig dokumentieren. Das hätte ich jetzt aber auch nicht mehr weiter im Detail ausführen können. Wie gesagt, für so einen Vortrag ein bisschen zu viel. Prototypen und Proof of Concepts. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angeschnitten. Da geht es darum, wenn ihr was Neues macht, wir lernen ja immer alle neu dazu. Es ist kein Fehler, ein Prototyp zu basteln oder erstmal so eine kleine Testanwendung zu bauen, sondern das ist sogar ein richtig professionelles Prinzip. Das heißt, es ist professioneller zu sagen, ich fange nicht schon an, meine richtige Anwendung zu bauen, sondern ich gucke mir erstmal an, wo habe ich überall Wissenslücken, und dann baue ich mir dafür immer so ganz kleine, in sich geschlossene kleine Prototypen. Und die schmeiße ich natürlich irgendwann weg, weil die Ergebnisse daraus, die mache ich dann hübsch und dann baue ich sie in mein richtiges Programm ein. Das nennt sich dann, die haben das hier beschrieben als Leuchtspurmunition. Und ich kann es nur empfehlen, also arbeitet viel mit so einem Prototypen. Probiert ruhig mal Sachen aus, aber macht das bitte nicht am lebenden Objekt. Ja, also ich kenne genug Leute, da ist die ganze Wirkumgebung, also die ganze echte Anwendung, auf der viele Leute arbeiten, ist für sie die Spielwiese, wo sie ihre Prototypen ausprobieren. Ah, puh, habe ich mal gerade was falsch gemacht. Nein, das ist, es gibt auch noch einen Fachbegriff dafür. Das nennt sich Bananensoftware. Reift beim Kunden, genau. Wozu testen? Der Kunde findet das schon raus. Genau. Ne? Wir brauchen nicht testen, wir haben noch Kunden, hat mir auch schon mal jemand gesagt. Ne? Noch habt ihr Kunden, noch. Aber macht sowas, also don't do that at home. Macht sowas bitte immer auf einer kleinen, ne, auf einer kleinen Insel, wo es niemand merkt, wenn das kaputt geht. Wenn das gut funktioniert, schreibt es um. Refaktorisieren ist das Thema. Ne, also darunter testen und refaktorisieren. Also gebt euch Mühe, dass ihr so häufig wie möglich euren Code in eine vernünftige Form bringt. Das letzte, also Komponenten und Module. Ja gut, das ist halt modulare Entwicklung. Das hat viel mit Objektorientierung zu tun, aber auch bei funktionaler oder prozeduraler Programmierung, sowas wie C oder JavaScript oder so immer. Auch da kann man Sachen in einzelne Dateien untergliedern, damit man nicht alles in einer riesigen Datei drin hat. Also, kleiner Tipp, alles, was mehr als 2-3 Bildschirmseiten braucht, ist ein bisschen viel. Also so mal so als Orientierungsgröße. Ist der Bildschirm zu klein? Also mir hat auch schon mal jemand gesagt, ich arbeite mit sowas. Ja? 55 Zoll Bildschirme, da ist eine Seite dann ausreichend. Ne? Also was haben wir sonst noch? Fehlersuche und Problemlösungsstrategien. Das ist aber ein Thema, das wird sowieso erst beim nächsten Workshop angegangen.
Und was ich jetzt heute definitiv nicht mehr schaffe, ist das hier. Also wirklich nochmal auf Clean Code Developer im Detail einzugehen. Ich habe mir dazu das Buch Clean Code geschnappt von Martin oder Robert C. Martin. Gibt es manchmal, wenn man ein bisschen Glück hat, auch noch bei Google direkt zu finden. Also nicht auf irgendwelchen Rarest-Sites oder so, sondern das hat wirklich, ich weiß nicht warum, aber es hat irgendjemand mal einfach das PDF online gestellt. Also bei Google einfach mal suchen, Clean Code und Martin, das ist der Autor, man findet das Buch, definitiv. Aber ich gebe mal so, es ist ziemlich aufwendig zu lesen. Es ist meistens nur im Englischen und es ist sehr, sehr kleinteilig, also der reitet sehr viel auf seinen eigenen Code rum und als Leser fällt es auch durchaus auf, dass er sich selbst ziemlich toll findet als Entwickler. Man muss das nicht unbedingt machen. Es gibt andere Sachen, sowas wie die Clean Code Developer Initiative, da würde ich dann beim nächsten Mal gerne drauf eingehen. Die haben ein paar coole Ideen, wie man das ein bisschen besser rüberbringen kann. Was kommt beim nächsten Mal noch? Warte mal, hier müsste eigentlich meine letzte Folie kommen. Beim nächsten Mal wollte ich auch noch ein bisschen auf das Tooling eingehen und vor allem, ich denke mal, es wird auch für ein paar zwei schon ein bisschen viel. Es gibt so viele Sachen, die man als Entwickler nutzen kann. Welche Werkzeuge man nutzen kann, wie man testet, wie kriege ich so ein bisschen Qualität bei mir rein, ne? Also wie debugge ich zum Beispiel richtig, wie dokumentiere ich richtig. Das sind zum Beispiel Sachen, die können wir in den Follow-ups machen. Und was auch für mich dann noch so die Krönung ist, das war auch in diesem Zeitstrahl, das letzte Thema, das ist Agile. Das heißt, agile Arbeitsweisen. Das heißt jetzt nicht, ich bin besonders schnell auf der Tastatur, sondern das ist halt so ein komplett anderes Denken. Also da gibt es dann auch wirklich so eine Philosophie, die sich da entwickelt hat, wie man als Entwickler eigentlich arbeiten sollte. Oder auch, wenn man Teams oder auch für sich alleine arbeiten kann. Und das würde ich dann sonst in den nächsten Mal vorstellen. Ja, das war es immer so von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne immer her damit. Ja. Ja. Was für eine IDE benutzt du denn? Also ich habe für jede Programmiersprache lustigerweise eine andere IDE. Best of Breed habe ich mittlerweile gelernt, heißt das. Also Best of Breed im Sinne von das für jedes Problem das beste Tool. Ich habe eine Vorliebe mittlerweile für die Firma JetBrains. Das ist jetzt wieder totale Schleichwerbung. Du musst jetzt weghören, piep. Nein, aber es ist wirklich so, die JetBrains, die kennen ein paar Android-Entwickler vielleicht, weil in dem neuen Android Studio, das basiert auf der JetBrains IntelliJ IDEA. Und IntelliJ ist quasi eine der ältesten Java-IDEs. Und diese JetBrains-Jungs, ich weiß gar nicht, von wo die kommen, Ostblock, ne? Wie Tschechoslowakei oder so. Die haben so coole Ideen, die haben so geile Bedienung von den Dingern und da gibt es halt Community Editions, die kann man auch kostenlos nutzen und zwar haben die dann IntelliJ für Java, PyCharm für Python, das nutze ich zum Beispiel auch super gerne, gerade wegen der ganzen Heimautomation und Raspberry und so und dann gibt es noch PHP Storm für die Webentwickler und all diese Tools, es gibt sogar noch ReSharper für Visual Studio und so weiter als Add-on. Das sind so Sachen, wo ich sage, die bringen richtig viel Mehrwert. Also die haben zum Beispiel so automatische Code-Refaktorisierung drin. Also auf Hochdeutsch, der schlägt dir sogar schon vor, wo du Sachen deduplizieren solltest. Also wenn du zum Beispiel so eine If-Schleifen und so hast und markierst sie einmal, dann sagt er gleich hier, bupp, willst du eine neue Funktion ausmachen? Drückst du einmal aufs Knöpfchen, tippst einen Namen ein, bam, ist der ganze Code raus. Also er ist nicht weggelöscht. Ja, doch ein bisschen. Aber dieses Refaktorisieren, das geht irre schnell. Und der hat richtig coole Sachen, sich auch so Code-Folding und so weiter, haben die ein bisschen schicker gemacht, als es zum Beispiel Microsoft oder die anderen können. Und es ist nicht so lahmarschig wie NetBeans oder Eclipse. Also wer viel Zeit hat, ja, möchte nicht so schnell arbeiten, nehmt Eclipse. Also Eclipse ist auch schön, weil man ganz viel konfigurieren kann, bevor man irgendwann mal produktiv ist. Und bei NetBeans ist es halt auch, ja gut, es ist an sich ein cooles Produkt, alles Open Source. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren mit den anderen Dingern einfach ein ganzes Stück produktiver. Für C++, habt ihr eben gerade gesehen, da hatte ich dann auch, ist ja auch wieder Schleichwährung, ne? Aber es gibt es halt als Open Source, deswegen traue ich mir das mal zu sagen. Da habe ich halt das Qt-Studio genommen. Das ist halt eine komplette Entwicklungsumgebung, die man sich auch ein bisschen konfigurieren kann. Da ist das Qt, das ist so ein Framework für C++.
für alle möglichen Plattformen von Unix bis hin zum Android und Windows und was nicht alles. Und da könnt ihr dann eben halt auch ähnlich wie bei diesen JetBrains-Produkten relativ flott mitarbeiten. Auch dieses ganze automatische Refaktorisieren, Fehler finden beim Eingeben und so weiter, das haben die Dinge alle schon drin. Und da braucht ihr vor allem keinen Cent für ausgeben. Ich habe das Ding auch kostenlos runtergeladen. Also ich nehme immer die Community Editions von den ganzen Tools. Na, also die reichen mir zumindest aus. Darf ich dann Eclipse-Bashing noch kurz kommentieren? Ja, wir können auch mit Emacs weitermachen, da hätte ich auch noch was zu sagen. Also VI ist der einzige richtige Editor. Ich finde zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr geiles Plugin namens MyLin, was mir eine Task-Focused UI bietet. Heißt, ich kann einfach ein Ticket auswählen, kann dann sagen, okay, ich will an den drei Dateien arbeiten und er zeigt mir nur die drei Dateien an. Wechsle ich das Ticket, habe bei einem anderen Ticket drei andere Dateien, wechsle wieder zu dem ersten Ticket zurück, blendet er mir immer die Sachen, die ich überhaupt nicht benötige, aus. Mhm. Und nur noch das ein, was halt in dem Kontext meiner aktuellen Aufgabe relevant ist. Hm. Frage an dich, war jetzt keine Eclipse-Werbeveranstaltung, sondern die Frage, wenn du sagst, die JetBrains-IDEs sind so geil, gibt es das da auch? Also wir haben bei, also ich bin ja nur keiner von den Leuten, die jetzt jeden Tag damit ihr Geld verdienen, ne? Ich habe den Beschaffungsantrag dafür ausgelöst, aber nee, die PHP Storm zum Beispiel, die hat dann auch, genauso wie alle JetBrains IDEs, ein Plugin-Interface drin. Und da haben wir zum Beispiel uns dann für Git und Jira dann Plugins mit reingezogen, obwohl die Git war schon mit an Bord, aber für Jira-Ticketsystem zum Beispiel haben wir uns Plugins mit reingezogen, sodass wir direkt in der IDE sehen können, was gehörte schon alles zu unserem Ticket, was wir jetzt gerade bearbeiten, und können halt auch von dort aus auch diesen Git-Flow steuern. Also Git-Flow zum Beispiel ist ja auch noch so ein Thema, ne? Also wie checke ich meine Sachen in ein Versionskontrollsystem ein? Das geht da auch mit Bunti-Clicky, also das Mergen, das Aufmachen von Abzweigungen in meinem Quelltext standen und das wieder zumachen. Ne? Also ich kenne deinen Plugin nicht gut genug, um wirklich zu sagen, ob das genau so kann. Ne? Aber was ich nur sagen wollte, ist so ähnliche Funktionalitäten kenne ich zumindest von meinen Entwicklern dort auch. Ob es denn so schick gelöst ist, weiß ich nicht. Ja. Also ich finde das gerade, wenn man ein komplexes Projekt hat und so und vielleicht an einer Komponente arbeitet, wo man sagt, ich habe in dem einen Verzeichnis da oben zwischen meinen 20 Controllern, habe ich irgendwie einen Controller, dann brauche ich ein Model dazu, dann mache ich nochmal ein Test und View und dann sage ich, ich habe wirklich völlig verstreut im Projekt irgendwelche 5 Dateien, an denen ich gerade arbeite, dann ist das schon sehr geil. Dann bin ich jetzt mal, ich spiele jetzt mal Monty Python Jehova, ne? Dann würde ich aber sagen, da hast du aber schon gegen ein Prinzip verstoßen, hat diese Anwendung gegen ein Prinzip verstoßen, und zwar gegen Keep It Simple. Weil normalerweise sollten die Projektstrukturen so sein, dass nicht nur die, also dass du quasi diese ganze Geschichte, ich habe meine 20, 30, 40 Controller, zum Beispiel auf Verzeichnisebene, also meinetwegen, du hast ein Projektdirectory und da sind jetzt die ganzen Dinge alle mit einmal drin und du musst jetzt anfangen auszublenden. Das ist wäre aus meiner Sicht nicht so der wahnsinnig goldene Weg. Da gibt es dann so. Besser geht immer. Ist ja vollkommen besser. Selbst wenn ich mit einem Code-Generator und einem Framework irgendeine leere Anwendung hinhaue, dann ist die ja heutzutage in der Regel. Die sind schon richtig fett. Komplexitätsgrad, die sind schon fett, ja. Die jetzt da ein bisschen überschreitet. Insofern ist das da schon recht nützlich, wenn man sagt, ich kann mich irgendwie auf einen relevanten Teil erstmal einstellen. Wir hatten sogar, also sagen wir so, wir haben bei einem größeren Projekt, was wir jetzt haben, also da reden wir auch nicht über so 200.000, 300.000 Zeilen Code oder so. Das wäre ein Witz, das hat eine einzelne Komponente. Dort haben wir ursprünglich, glaube ich, ein Dreivierteljahr erstmal nur mit NetBeans gearbeitet. Und ich glaube, zwei Entwickler hatten auch Eclipse. Wir sind erst relativ spät auf PHP Storm gewechselt, aus einem ganz simplen Grund. Weder Eclipse noch NetBeans haben es geschafft, diese Riesenprojekte vernünftig zu debuggen. Gar nicht. Also wir haben Wartezeiten gehabt von mehreren Minuten, bis der den ganzen PHP-Kram wirklich komplett durchgeknallt hat und die Logs vom Apache mit reingezogen hat und dann die ganzen Querverweise und das Syntax-Highlighting und so weiter, bis wir dann, sag ich mal, es geschafft haben, dass die Anwendung hochgestartet hat und wir an unsere Breakpoint-Anweisung runtergescrollt sind. Wir haben genau das gleiche Projekt, exakt das gleiche Ding, einfach nur in die andere Idee reingeknallt und das Ding war innerhalb von einer halben Minute da. Und das haben wir auf allen möglichen Rechnern durchprobiert und das liegt schlichtweg einfach an diesem Projektmanagement und Workspace-System, was bei Eclipse und NetBeans dahinter liegt. Das ist schlichtweg einfach, ja, das ist halt der Unterschied.
sind das, ich sag mal, sind das Open-Source-Entwickler, die das in der Freizeit machen oder die zum Teil dann von, ich sag mal, ne, Oracle oder wie auch immer bezahlt werden? Oder ist es eine Firma, die den ganzen Tag ihr Geld damit verdient? Und da muss ich dann sagen, damit wir es nutzen konnten, mussten wir natürlich auch Kohle ausgeben. Deswegen für Open-Source-Entwicklung muss man da manchmal ein bisschen anders gucken, ob die Community Edition sowas überhaupt kann. Ne? Aber wir haben dann in dem Moment gesagt, sorry, diese Wartezeiten, das hat jeden Tag so genervt, dass die Entwickler teilweise diese Debug-Funktionen gar nicht genutzt haben. Die haben dann angefangen, sich ins Log Sachen reinzuschreiben. Ne? Also hier Print-Statements ins Log dann reingeknallt. Wo ich dann gesagt habe, seid ihr bescheuert? Ne? Nutzt doch einfach den Debugger. Also setzt euch euren Breakpoint, damit das Programm an der Stelle aufhört, wo ihr reingucken wollt. Und dann macht ihr schön mit Next immer eine Anweisung weiter. Und das war nachher zumindest mit PHP Storm wirklich mal ein Punkt, wo wir gesagt haben, Gott sei Dank, das Ding kann das jetzt mal schnell. Ist aber wieder ein spezieller Anwendungsfall. Im Endeffekt muss jeder mal verschiedene Ideen durchprobieren. Ich habe auch ein paar durch. Ich bin zum Beispiel tierischer Borland-Friend gewesen. Ich habe mir immer alles so aussehen lassen wie bei Turbo C und Turbo Pascal. Also auch bis vor kurzem immer noch. Also ich habe mir das nicht so richtig abgewöhnen können. Und deswegen haben mich auch viele Leute belächelt, ne, was ich denn da so für komische Idees benutze. Im Endeffekt, das Paradigma Know Your Tools, also fuchst euch in irgendwas richtig gut ein, nutzt das maximal aus und seid damit effizient. Ne, immer ständig zu wechseln ist auch scheiße. Ne, bloß weil es neu ist, sich jetzt einfach die nächste Idee zu nehmen, ne. Oder weil ich jetzt hier gerade irgendwas erzählt habe, ihr könnt es euch gerne angucken, aber nutzt im Endeffekt nur das, mit dem ihr nachher richtig gut seid und beschäftigt euch damit. Welche Tastenkombinationen gibt es? Wie kann ich da debuggen? Was für Funktionen hat das Ding noch? Ja, nur so werdet ihr jemals richtig so nach vorne kommen. Also wie gesagt, vielleicht ist es bei uns jetzt die eine Situation und bei dir, muss man sagen, da hätten andere Leute vielleicht viel mehr Vorteile von. Ne? Nee, alles gut, hätte ja sein können, dass du sagst, ja geht's. Nee, ach, aber das bringe ich natürlich auch nicht. Ne? Also das, ich denke mal, dass den Überblick hat auch keiner, dass man da so top eine Antwort geben kann auf die ganzen Produkte. Ja. Ja. Was mich nur noch interessieren würde, ist an die junge Garde hier, schreckt euch das Ganze jetzt ab, weil ich weiß nicht, wie viel Berufserfahrung stand jetzt davor, 15 Jahre, 20 Jahre? Seit 91, ja. Also nee, da habe ich es nur privat gemacht, seit 99 verdiene ich meine Brötchen damit. Ja, also ich meine, wenn man jetzt wirklich sagt, man steigt da gerade ein, dann kommt einer und sagt so, also eigentlich könnt ihr alles falsch machen. Ich gebe euch hier mal so einen kleinen Anreiz, wie man es richtig macht. Hat euch das jetzt eher eingeschüchtert oder sagt ihr, ja cool, da hat ein Typ irgendwie einen scharfen Gürtel, da will ich auch mal hinkommen. Also hat euch das motiviert oder abgeschreckt? Eher motiviert. Also ich habe jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, was man alles falsch machen kann und kann ich darauf achten, so etwas nicht zu tun. Da kommt so, das ist motiviert schon ein wenig. Genau, learning by doing. Also, wie lange muss man machen? Es ist aber immer so, nur das, was man selber praktiziert, das bleibt hängen. Was ich hier erzähle, das kann eigentlich nur der Start für nächste Google-Recherche sein. Das Einzige, was euch vielleicht hängen bleiben sollte, bitte macht schön sauberen Code, ja. Also räumt eure Bude auf, ja, so als wenn Mutti sich das angucken muss. Wobei ich noch wichtiger finde, macht was. Also, weil das hat man eben ja Manfred das auch gesagt, wenn du es nicht machst, wirst du nicht besser. Und dann ist auch, ich meine, so eine leere C-Datei oder C++-Datei, die hat schon auch einen gewissen Reinlichkeitsfaktor. Ja, also die kann halt aber auch. Das ist Clean Code in Perfektion, genau. Keep it simple. Ja, das, da kommen wir aber noch, wenn wir beim Testen sind. Korrekte Testanweisung. Return true. Also wird gerne reingeschrieben in Tests. Ja, die sind immer grün. Wieso? Ja, mein Test hat doch funktioniert. Ist doch grün. Ja, steht auch ein Return true drin. Ne? Ja, also, aber da kommen wir beim nächsten Mal noch hin. Ne? Also, wann ist denn der Termin? Also nächste Woche Donnerstag wollte ich sonst nochmal den nächsten Part machen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja. Ja, wie gesagt, ich versuche mal in die Präsi auch mal noch ein paar Links mit reinzuknallen, damit man dann so einen Startpunkt hat, wo man noch mal ein bisschen recherchieren kann. Na, also ein, zwei Links sind schon drin. Und wie gesagt, keiner geht aus so einem Vortrag raus und sagt, so, jetzt bin ich schlauer.
Ja, hat mehr Frage. Ja. Ja.